Julian, kannst du bitte jetzt wirklich da runterkommen? Das ist total verrückt. Lass das sein. Oh, Mama, mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. So hoch ist das nicht. Und außerdem, Emma gibt mir 20 Euro, wenn ich das hier schaffe. Julian, wenn Mama jetzt da ist, erhöhe ich auf 10 Euro. 10 Euro, wenn du runterspringst. Emma, jetzt lass das bitte deinen Bruder hier anzufeuern. Der soll da nicht runterspringen. Komm jetzt da runter, Julian. Oh, oh, 10 Euro anstatt 20? Oh Mann, ist das mehr oder weniger? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nehm ich an, okay? Julian, du nimmst gar nichts an. Emma hat gar nicht so viel Geld. Lass dir von ihr nichts vorlügen. Komm jetzt da runter. Ach Mensch, Mama, wobei ich zugeben muss, das ist doch irgendwie ziemlich hoch hier oben. Oh ja, ich komm runter. Ja gut, Mama, ist schon gut. Ich komm wieder runter. Ich habe auch genügend Taschengeld. Und ich bin ganz bestimmt nicht runtergekommen, weil ich Angst habe. Nein, das habe ich natürlich nicht. Das war nicht zu hoch. Ich hatte einfach nur keine Lust und ich brauche nicht mehr Taschengeld. Oh, ihr beiden, ihr bringt mich wirklich noch zur Verzweiflung. Julian, was wäre, wenn du dich verletzt hättest? Dann wären wir wieder einen Abend im Krankenhaus. Oh, klasse. Oh. Julian, du kannst wirklich deinen Traum verwirklichen vom Krankenhaus. 7 Euro für den nächsten Stunt, hast du gehört? Was? Jetzt sogar 7 Euro? Aber nein, dann verletze ich mich doch. Aber na los, erzähl. Ach, selbstverständlich. Der Herr Vogel sitzt auf der Couch und guckt Fernsehen. Martin, hast du es nicht gehört? Es hat geklingelt. Das ist ja super. Was? Oh, alles muss man hier wirklich alleine machen. Ich mach schon die Tür auf. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, bestimmt. Ich bin Ingrid und ich suche den Martin. Martin Vogel. Ja, der wohnt hier. Was möchten Sie denn genau von ihm? Ich wollte nur einmal ganz kurz mit ihm reden. Es ist eigentlich auch nicht so wichtig, also nicht unbedingt was für Sie. Wo finde ich ihn denn? Okay, also er ist gerade im Wohnzimmer und guckt Fernsehen. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, was sie von Martin möchte. Oh Mann, ist das witzig. Hallo Martin, da bin ich endlich. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wahrscheinlich erkennst du mich auch nicht wieder. Oh, doch, ich glaube schon. Waren Sie nicht letztens bei der Feuerwache und wollten sich bewerben und sind dann irgendwie nie wiedergekommen? Waren Sie das? Martin, jetzt mal im Ernst, kennst du diese Frau? Ich habe die noch nie vorher gesehen. Ja, Schatz, ich glaube schon. Die ist auf der Suche nach einem Job. Also die war bei uns auch auf der Feuerwache und wollte bei uns auch arbeiten. Aber dann ist sie irgendwie nicht mehr gekommen. Aber vielleicht möchte sie sich jetzt entschuldigen. Also das ist wahrscheinlich relativ uninteressant, was sie jetzt erzählen wird. Nein, ich bin natürlich nicht von der Feuerwache. Sehe ich aus wie eine von der Feuerwehr? Martin, ich bin's. Erkennst du mich nicht wieder? Ich bin deine Ehefrau. Was? Noch eine Mama? Oh Mann. Wie bitte? Was? Nochmal. Tut mir leid, da müssen Sie mich verwechseln. Ich verstehe, glaube ich, was falsch. Martin ist mit mir verheiratet. Wir haben 3 Kinder zusammen und wir sind auch schon über 10 Jahre zusammen. Also, hä? Ach, herrje, so wie es aussieht, haben Sie auch einen Gedächtnisverlust. Martin ist mit mir verheiratet und was? Wir haben 2 kleine Töchter. Aha. Och nö, jetzt habe ich noch Stiefschwestern, kein Stiefbruder. Oh, klasse, aber weißt du was? Zwei Mamas, das heißt zweimal Weihnachten und das heißt zweimal Geschenke. Julian, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Jetzt macht das dich doch noch komplizierter. Glaubst du etwa? Ich bin deine Mama. Wer weiß, Mama. Also entschuldigen Sie bitte, ich denke, Sie sind im falschen Haus. Ja, das glaube ich auch. Vogel hier und wir sind schon komplett. Ach ja, ich weiß das doch. Martin Vogel, der beste Freund von Stefan. Der so handwerklich begabt ist. Ich kenne ihn auch. Schatz, ich habe keine Ahnung, woher sie das weiß, aber ich kenne diese Frau nicht. Wirklich nicht. Herr Martin, ich kenne sie auch nicht, aber ist das nicht ein bisschen seltsam, dass sie Onkel Stefan kennt? Ja, natürlich kenne ich Stefan. Und ich weiß auch, dass er zu seinem Geburtstag entführt wurde. Und ich weiß auch, dass Harry Hansen ein guter Freund von ihm ist. Ich weiß so vieles über ihn. Natürlich weiß ich alles über ihn. Ich bin doch seine Ehefrau und er mein Mann. Warum versteht ihr das denn nicht? Schatz, ich schwöre dir hoch und heilig, ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist und ich weiß auch wirklich nicht, woher sie das alles weiß. Na ja, gut, Martin, aber das ist jetzt wirklich dein Problem. Mich kümmert das nicht. Mach du das mal bitte. Oh, Julian, wenn wir jetzt 2 Mamas haben und dann haben wir auch 2 unterschiedliche Häuser und dann habe ich 2 Zimmer. Vielleicht ist meins dann größer als deins. Das wäre cool. Emma, so geht das nicht. Also ich bekomme auf jeden Fall das größere Zimmer bei dieser anderen Mama, wer das auch sein soll. Ah, Claudia, bleib doch kurz. Ach Gott, jetzt muss ich das allein. Kinder, hört ihr auf, so einen Unsinn zu erzählen? Also, tut mir leid. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sie sind. Ich weiß zwar nicht, woher sie all diese Sachen wissen über mich, aber ich kenne sie nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißen. Ach Martin, erzähl doch keinen Quatsch. Ich bin dein kleines Honigbärchen. So hast du mich immer genannt. Ach, ich weiß so, als wir Flitterwochen hatten und dann warst du auf einmal verschwunden. Bitte, Flitterwochen? Ja! Nein, Claudia! Also jetzt ist mir wirklich ein bisschen zu viel. Mein Mann war nicht mit Ihnen in den Flitterwochen, das wüsste ich aber. Aha, und woher kennt sich Martin bitte schön dann so gut in Play Mallorca aus? Das war unsere zweite Heimat. Martin, kannst du mir das jetzt mal bitte erklären? Schatz, woher soll ich das denn wissen, dass sie weiß, dass wir schon mal in Play Mallorca waren? Wo kommt diese Frau nur her? Und dass er schon seit Jahren bei der Polizei ist, das weiß ich doch.
Siehst du, Claudia, siehst du, sie kennt mich gar nicht. Ich hab doch eben noch gesagt, Feuerwehrwache, ne? Feuerwache und ja, ich bin nicht bei der Polizei, ich bin bei der Feuerwehr. Das ist richtig. Erwischt. Tja, Ingrid, das war's wohl. Oh, das gibt's doch wohl nicht, Jörg. Ich hab mir alles gemerkt, nur das hab ich vergessen. Feuerwehr, nicht Polizei. Oh. Tja, das war's wohl. Du hast verloren. Du schuldest mir jetzt 100 Euro. Wie bitte 100 Euro? Für was denn? Und was machen Sie eigentlich hier in meinem Haus? Wer sind Sie überhaupt? Tut mir leid, aber die Tür stand die ganze Zeit offen und deswegen dachte ich, ich kann hier reinkommen. Können Sie mir vielleicht mal erklären, was hier jetzt wirklich vor sich geht? Wer ist die Frau und wer sind Sie und... Schatz, aber eins steht fest, das ist nicht meine Ehefrau. Du bist doch meine Ehefrau. Ich liebe dich über alles, mein Schatz. Bitte verlass mich nicht. Martin, ich werde dich schon nicht verlassen, aber ich verstehe gerade wirklich nicht, was hier los ist. Ich habe einen Ex-Freund, das ist deine Frau? Ex-Frau? Keine Ahnung. Ach, na gut, ich kläre es jetzt auf. Ich bin Ingrid, das ist mein Bruder Jörg. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir wollten Leute pranken, aber leider hat mein Bruder jetzt die Kamera vergessen. Oh, stimmt. Das tut mir leid und, oh Gott, ja, Ingrid, tut mir leid. Ich glaube, wir müssen das irgendwo anders nochmal durchziehen. Wie bitte? Was? Prank? Was für ein Prank? Also, oh Gott, ich verstehe gar nichts. Sie kommen einfach irgendwo rein und sagen, dass sie mit jemandem verheiratet sind? Okay. Also, mir raucht irgendwie der Kopf. Jetzt kommen fremde Leute hier rein und meinen, dass sie mit meinem Mann verheiratet sind? Also, ich bin weg. Oh Mann, Millionen-Euro-Idee! Wir könnten doch das Gleiche machen, Emma! Oh ja, das können wir machen! Als Geschwister andere Leute pranken. Aber du fängst an, ich filme nur. Also, Julian Vogel, bist du bereit, deine Bestrafung auf dich zu nehmen? Bist du soweit? Ja, genau. Für das, was du getan hast, musst du eine richtige Strafe bekommen. Das lassen wir dir nicht durchgehen. Also, habt ihr irgendwelche Beweise? Nein, also nicht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich war's nicht. Also, ich glaub's nicht. Jetzt fängt er noch an zu lügen. Warst du es nicht, der in unser gemeinsames Bällebad gepupst hat? Hä? Gib es zu! Ja, Steve hat recht. Das ist Beweis genug. Hier stinkt's total. Ja gut, ich war's. Aber wisst ihr überhaupt, was ich gestern essen musste? Mama hat wieder ihre Bohnensuppe gemacht und da krieg ich voll die Blähungen von. Tut mir leid, mach doch einmal das Fenster auf, durchlüften, dann ist gut. Also dieser Gesang, der geht nicht einfach roh raus. Der ist richtig in den Bällen drinne. Also du wirst jetzt erstmal gefesselt, lieber Julian Vogel. Hä, was? Du musst so richtig stillhalten. Wieso? Du musst dich jetzt hier einfach fügen. Das ist deine Strafe. Also Julian, ich hoffe, es ist fest genug. Ich möchte dir natürlich nicht wehtun. Aber ich möchte auch verhindern, dass du weiter pupst. Also tut mir leid. Nee, so geht das nicht. Ich möchte eine richtig faire Verhandlung. Wo ist mein Arzt? Ich meine, mein Anwalt. Gut, dass du sagst, Julian, da oben. Herr Anwalt. Tut mir leid, Julian, aber dieser Fall, der ist verloren. Beim nächsten Mal vielleicht keine Bohnensuppe. Du bleibst gefesselt. Tut mir leid. Oh, Andreas, du bist ein klasse Anwalt. Weißt du das? Du hättest mich hier rausboxen sollen. Oh, Leute, wir sind doch Freunde, bitte. Ich pups nie wieder. Also zumindest, wenn ich keine Bohnensuppe gegessen habe. Wer es glaubt? Komm, Steve, lass uns gehen. Okay. Also ich kann eigentlich nichts mehr riechen. Aber trotzdem hat Julian jetzt seine Strafe bekommen. Ich mach Handstand. Oh, super. Alles klar, ich halte deine Beine fest, damit du nicht umkippst. Oh, mein Herz ist blutet. Oh, die anderen haben so viel Spaß im Bällebad und ich bin hier gefesselt. Hilfe! Oh, dieses Seil, sag mal, Steve, das ist viel zu fest. Mein Bauch tut schon weh, gleich muss ich wieder pupsen wegen dir. Ich muss doch irgendwo rauskommen. Oh, ich kenne das von so Filmen. Man muss jetzt mit dem Stuhl ein bisschen kippen und dann falle ich um und dann bin ich frei. Ha, ich bin schon gleich in der Turnhalle und keiner hat mich gesehen. Oh Mann, klasse, da ist ja die Tür. Dann ab raus zum Baum und dann kriege ich das schon hin im Garten. Also, ich muss schon sagen, hier stinkt immer noch, aber das könnten auch deine Füße sein. Hä, was? Meine Füße? Nein! Wo ist denn Julian hin? Steve, der ist nicht mehr da! Was? Der ist weg! Wie? Na, der will wohl seine Strafe nicht akzeptieren. Hey, Kira! Julian, wo bist du? Oh, klasse, danke, Kira. Ich bin mit meinem Gesicht hier in diesen Käsebällen gelandet. Dankeschön. Hey, Leute, grüß euch. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Ich wollte gar nicht abhauen und mich befreien. Nein, sowas will ich niemals machen. Das ist ja meine gerechte Strafe, ne? Niemals! Julian, versuchst du abzuhauen? Ja, bestimmt. Das werde ich verhindern. Och, Leute. Die Tür kommt zu, du bleibst schön hier. Es tut mir leid, Julian, aber das zieht noch eine Strafe hinter sich. Also du kriegst jetzt nochmal so einen Basketball ins Gesicht. Also, Strafe wert. Aber bitte, Steve, denk doch an unsere schönen Zeiten, ja, die guten Zeiten in der Kita. Wir sind doch Freunde. Also, wenn du das tust, dann gibt's sowas von Ärger, sag ich dir, Steve. Wer hat denn hier schon wieder an der Uhr gedreht? Es ist doch noch gar nicht so spät. Also, das hey, will ich jetzt mal hey, schnell Hilfe, ändern. Hilfe! Was ist denn da unten schon wieder Hilfe! Los? Hilfe! Oh, der hat total gesessen. Oh, zum Glück waren das nur meine Füße. Oh, Steve, bitte, ich pups nie wieder ins Bällebad. Und ich versuche auch nie wieder abzuhauen, warum auch immer. Das glaube ich dir nicht, Julian. Du bist ein Verbrecher und Verbrecher lügen. Also krieg ich noch einen Ball. Stopp, Steve. Den Ball sofort fallen lassen.
Oh, hallo Britta, also ich wollte nur einen Korb werfen, dass du dann da gefesselt sitzt. Damit habe ich gar nichts zu tun, das ist reiner Zufall. Oh, endlich, Brigitte, du bist da. Die beiden haben mich gefesselt und warum ist auch nicht so wichtig. Und die werfen mich die ganze Zeit hier mit dem Basketball ab. Mensch, Julian, was hast du denn angestellt, dass du so eine Bestrafung bekommst? Julian hat ins Bällebad gepupst, das war echt eklig und das ist jetzt eine Strafe und er hat auch einen Anwalt, aber der ist total vermasselt. Andreas taugt nichts. Aber Brigitte, ja okay, stimmt, ich hab reingepupst, aber es gab Bohnensuppe gestern und du bist doch die Erzieherin, also du bist doch ein Vorbild, bitte befrei mich. Hey Julian, sei lieber vorsichtig. Hör lieber auf zu kippen, dann fällst du um. Ja. Oh Mensch, Brigitte, warum hilfst du mir denn nicht? Oder steckst du mit denen unter einer Decke? Bestimmt, ey, so wie ich dich kenne. Also Kinder, jetzt ist wirklich Schluss hier mit Räuber und Gendarm oder was sie hier spielt. Mein Gott, Brigitte, du guckst einfach nur zu. Das ist doch die schlimmste Erzieherin, die es hier auf dieser Welt gibt. Das ist so blöd. Ach herrje, ich werde mal eben eine Schere holen gehen. Julian, nicht bewegen, ich komme gleich zurück. Tja, ich kenne vielleicht keine Pflaume, aber Brigitte, das ist eine blöde Pflaume. Was hast du gerade gesagt zu ihr? Julian, das kannst du doch nicht sagen. Doch, ich hab's gesagt, sie ist blöd, sie ist eine richtige Hexe, sie steckt mit euch unter einer Decke. Halte durch, Julian, hier kommt gleich die Schere. Die Brigitte, das ist die schlimmste Erzieherin hier in Playmobil City. Ich wünsche, sie wäre nicht meine Erzieherin. Oh Mann. Oh, der sagt echt wirklich böse Sachen das über sie. Das ist lieber vorsichtig, Jan. Nicht, dass Brigitte das hört. Ja, sie ist blöd, sie ist eine Hexe und die sieht auch komisch aus. Und was hat die überhaupt für Klamotten an? Oh Mann, sie ist doch keine Erzieherin. Die ist bestimmt keine echte Erzieherin. Die ist bestimmt was anderes. Hier bin ich zurück. Julian, was hast du gerade gesagt? Ich bin keine Erzieherin, eine Hexe und ich habe komische Klamotten an? Also das will ich jetzt nicht gehört haben. Oh, endlich, da bist du ja. Bist du jetzt hier, um mich zu befreien? Ja, ich bin nur gerade weggegangen und hab eine Schere geholt. Jetzt werde ich dich hier befreien. Was hast du gerade über mich gesagt, Julian? Ach, gar nichts. Gar nichts habe ich gesagt. Und ihr beiden, ne, ihr seid nicht mehr meine Freunde. Ich werde nie wieder mit euch spielen. Oh, Julian, das war doch nur ein Spiel. Ja, brauchst du nicht so ernst nehmen. Ja, genau. Und weißt du was, Brigitte? Du bist blöd. Du steckst mit denen unter einer Decke. Du sollst mir eigentlich helfen, aber das machen Erzieher. Also sowas machen Erzieher nicht. Du bist doch gar keine Erzieherin bestimmt. Julian, sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Also wirklich, ich hab dir geholfen, ich hab dich befreit. Was soll ich denn noch machen? Und ihr beiden, Kinder werden hier nicht mehr gefesselt und schon gar nicht mit Basketballen beworfen. Habt ihr das gehört? Oh, ich werde jetzt mal Julians Mutter anrufen. Ich weiß auch nicht, was in ihn gefahren ist. Es war doch nur ein Spiel. Warum muss er mich denn beleidigen? Hey Julian, also das war eigentlich nur Spaß. Also ein bisschen übertrieben, aber warum hast du Brigitte beleidigt? Die wird jetzt bestimmt deine Eltern anrufen. Hä, was? Sie will jetzt sofort meine Eltern anrufen? Och, man kann es auch übertreiben. Das war doch nicht so... Okay, es war zwar fies, aber nicht ernst gemeint so wirklich. Hallo, hier ist Brigitte von der Kita Sonnenschein. Ja, hallo, Frau Vogel. Ach, der Julian, der hat sich gerade total daneben benommen. Der hat mich beleidigt. Ja, vielleicht ist es besser, wenn Sie ihn gleich abholen. Julian, was hast du denn jetzt schon wieder ausgefressen? Mama, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, also die sind alle hier gegen mich. Naja, nichts gemacht ist nicht ganz richtig. Er hat mich beleidigt, er hat zu mir Hexe gesagt und er wünschte, ich wäre nicht seine Erzieherin und dass ich blöd sei und solche Dinge. Ach je, Julian, das kannst du doch nicht zu deiner Erzieherin sagen, wenn du so wütend bist. Das geht nicht. Ja, okay. Also, Brigitte, wir sehen uns am Morgen. Ob wir uns morgen sehen, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht bist du ja in einer anderen Kita viel besser aufgehoben als hier. Erstmal musst du dich entschuldigen. So, dann starte ich mal meine wöchentliche Routine, Emma und Hanna ein bisschen zu veräppeln. Dann starten wir mal mit dem Käsescherz. Schön eine Käseplatte hier bei Emma ins Bett. Oh Mann, das ist echt stinkig, wie das stinkt. Da wird Emma schöne Käsefüße bekommen. Oh Mann, die wird sich richtig freuen. So, dann machen wir mal weiter. Hanna ist ja gerade noch bei Oma und Opa. Perfekt, habe ich genügend Zeit, da was vorzubereiten. Aber was könnte ich denn hier in diesem Zimmer machen? Ich meine, dieses Zimmer sieht schon aus wie ein Witz. Da brauche ich eigentlich nicht viel machen, aber doch! Natürlich! Oh, das ist sowas von gut! Ich packe einfach die Wurst hier aus dem Kühlschrank hier rein ins Regal und wenn Hanna dann wieder da ist, dann ist sie bestimmt voll am Stinken und dann ist alles schon vielleicht vergammelt und so. Und dann stinkt das hier und die weiß nicht, woher der Geruch kommt. Oh, klasse. Pia, tut mir leid. So, das wär's. Damit hätte ich meine wöchentliche Aufgabe wieder getan. Martin, hast du das gerade gesehen? Ein Verbrecher schon wieder hier in Playmobil City? Ist das wieder Playmobil City? Schon wieder. Oh Gott. Könnte ich Mama und Papa veräppeln? Vielleicht, aber haben wir noch sowas da? Oh Mann, die schauen ja Nachrichten. Ich dachte, die gucken irgendeine Serie oder machen irgendwas anderes. Oh, toll. Hallo, herzlich willkommen zu den Neuigkeiten mit Nora Neuigkeit. Es ist wieder ein Dieb hier in Playmobil City gesichtet worden. Und zwar sieht er so aus. Wenn Sie diesen Mann sehen mit roten Haaren, melden Sie sich sofort hier beim Sender oder bei der Polizei. Das Ganze wird geführt bei der Polizei unter der Käsewurstverbrecher. Also Infos nehmen wir gerne entgegen. Okay, Claudia, das habe ich nicht ganz verstanden. Käse-Wurst-Verbrecher? Wie, klaut der jetzt Käse und Wurst? Aha. Oh,
ich das? Der hat auch rote Haare und Käsewurst. Ich hatte doch auch gerade Käse und Wurst. Oh Gott, wie haben die das so schnell rausgefunden? Ich hab das doch nicht geklaut. Oh Mann, die ganze Polizei sucht nach mir. Das waren doch nur ein paar Scherze, mehr nicht. Oh Gott. Warum suchen die mich denn jetzt direkt und schon in den Nachrichten bei Nora Neuigkeit? Ich hab doch gar nicht viel gemacht. Das ist doch nur zwischen Geschwistern. Oh, ich will nicht ins Gefängnis. Ich muss ganz schnell die Beweise vernichten und den Käse und die Wurst wieder reinpacken in den Kühlschrank, bevor die Polizei da ist. Oh, muss das denn immer so stinken? Oh Mann. So, und jetzt schnell noch die Wurst bei Hannah im Zimmer raus und dann habe ich gar nichts getan. Oh, das riecht ja jetzt schon. Oh Mann. So, und jetzt bin ich ein ganz, ganz braves Kind, dass ich keinen Ärger bekomme und nicht die denken, dass ich hier der Käsewurstverbrecher bin. Ich räume jetzt ganz brav und lebe hier diese Küche auf und dann bin ich das beste Kind hier in Playmobil City. Ich bin kein Verbrecher. Julian, hallo, was machst du denn da? Hallo Mama, hallo Mutter, na, wie geht's dir? Also, ich bin gerade ganz, ganz brav und ich mache keine Späße oder irgendwie sowas. Okay, dann lass dich mal. Ich räume auch die Küche auf. Ich bin ganz brav und fleißig und lieb, weil das machen ja Kinder und die sind keine Verbrecher und haben nichts mit Käse und Wurst zu tun. Ja, die Küche ist jetzt blitzeblank. Mal gucken, was Mama und Papa machen. Ich hoffe, die schauen nicht weiter diese Nachrichten. Oh Mann, ich muss die ablenken. Oh, klasse, die schauen ja immer noch die Nachrichten und die reden immer noch über diesen Käsewurstverbrecher. Wie wissen die das denn nur? Hey, wollt ihr mal was ganz, ganz Spannendes sehen? Ich zeig euch mal was. Macht doch mal die Nachrichten aus. Ihr könnt auch einen anderen Film anmachen, aber nicht sowas. Julian, jetzt geh mal bitte aus dem Weg da. Es ist ein Verbrecher hier in Playmobil City unterwegs und ich möchte wissen, was da jetzt los ist. Ach Mama, das ist doch uninteressant. Guck doch mal. I like to move it. I like to move it. Julian, ich mein's ernst. Das ist jetzt wirklich wichtig. Oh, aber ihr guckt die ganze Zeit Nachrichten, als wäre das sowas von wichtig. Guckt euch doch mal lieber Cartoons oder sowas an. Da geht's bestimmt nicht um Verbrecher mit roten Haaren. Ach, Julian, jetzt klingelt's auch noch. Ich mach schon auf. Oh, hallo, was kann ich denn für Sie tun? Hallo, schönen guten Tag. Wir sind von der Polizei hier aus Playmobil City. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben aus der Lokalzeitung und von den Nachrichten, ist ein Dieb unterwegs und wir sind momentan auf Spurensicherung. Die Polizei ist hier. Oh, die wissen ganz bestimmt, dass ich hier bin. Oh Gott, ich hoffe, ich komme jetzt nicht direkt ins Gefängnis. Bitte nicht verhaften. Ich habe doch nichts gemacht. Das war doch nur ein Spaß. Wir haben Informationen gesammelt und es könnte auch sein, dass der Dieb hier in dieser Straße unterwegs war. Deswegen müssen wir jetzt jedes Haus untersuchen. Genau, und dafür müssen wir jetzt hier ein paar Fingerabdrücke festhalten. Wir haben da schon eine Idee, wer es vielleicht sein könnte. Aber wir werden mal der Spur nachgehen. Was? Die haben schon Fingerabdrücke von mir? Wann denn? Ach ja, stimmt, wo ich einmal Mama von der Polizei befreien wollte. Oh, klasse. Ach, hallo, junger Mann. Alles in Ordnung. Na? Kein Problem. Wir sind nur hier zum Recherchieren. Was? Ja, natürlich. Bitteschön. Ich bin jetzt erstmal weg. Bitte nicht angucken. Ich werde mal eben die obere Etage untersuchen. Du kannst dir die untere vornehmen. Alles klar, so machen wir das. Ach, da bin ich mal gespannt, ob der Käsewurstverbrecher hier schon war. Oh nein, sie geht nach oben. Was hat die denn jetzt oben zu suchen? Oh nein. Also hier scheint es wirklich nichts Ungewöhnliches zu geben. Ein stinknormales Kinderzimmer. Aber was haben wir denn hier? Ich rieche Wurst. Und auch die Fingerabdrücke sind da. Aber wieso sollte jemand denn hier Wertgegenstände hinlegen? Und dann die Wurst? Ich nehme das mal auf. Na gut, das könnte jetzt wirklich der erste Hinweis sein. Jetzt wird's spannend. Ich guck mal weiter. Also hier sehe ich jetzt wirklich die gleichen Fingerabdrücke, aber keinen Käse- oder Wurstgeruch. Oh nein, sie hat meine Fingerabdrücke erkannt. Oh, klasse. Oh, bitte geh nicht in Emmas Zimmer. Bitte nicht. Aha, also das ist doch wirklich Blauschimmelkäse, den ich hier rieche. Also diese Fingerabdrücke, das nehme ich jetzt mal auf. Also das ist jetzt wirklich mal eine heiße Spur. Käse und Wurst an so unterschiedlichen, außergewöhnlichen Orten. Das war bestimmt der Käse-Wurst-Verbrecher. Oh nein, jetzt haben die es wirklich gefunden. Das war doch nur ein Spaß. Wir sind Geschwister und dafür muss ich doch jetzt nicht extra ins Gefängnis und extra die Nachrichten. Also finde ich ein bisschen übertrieben. Naja, also ich habe unten nichts gefunden. Käse und Wurst natürlich, aber auch nur im Kühlschrank. Wie sieht's bei dir aus? Also ich habe was in den Kinderzimmern gefunden, in zwei unterschiedlichen. Wirklich sehr außergewöhnlich. Das sollten wir auf jeden Fall untersuchen. Wie bitte? Aber es fehlt doch an nichts. Also hier wurde nichts geklaut oder eingebrochen oder so. Ja, aber ich habe in dem Regal unter dem Kaninchengehege habe ich Wurstgeruch vernommen und Fingerabdrücke und im anderen Kinderzimmerchen war Käsegeruch im Bett. Also das kann doch wohl kein Zufall sein. Ja gut, ich stelle mich, ich kann diesen Druck nicht mehr standhalten. Ich bin der Käsewurstverbrecher, ich war das. Ich habe in Emmas Bett Käse reingetan, die Käseplatte und in Hannas Regal die Wurst. Ich war's, ja, aber bitte nicht ins Gefängnis. Bitte was? Worum geht's? Wovon redest du?
Von all dem hier, das sind meine Fingerabdrücke. Ich bin der Käsewurstverbrecher, ja. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Das war doch nur ein Spaß. Ich habe doch einfach nur die Wurst da reingetan und die Käseplatte. Mehr nicht, das sollte nur ein Spaß sein. Also ich wusste doch nicht, dass ich damit ins Gefängnis gehen muss. Ich wusste nicht, dass das so hart bestraft wird. Bitte was, Julian? Was hast du gemacht? Mama, bitte verzeih mir. Wenn ich aus dem Gefängnis raus bin, dann bin ich der liebste Junge. Ich werde sowas nie wieder machen. Ich wusste doch nicht, dass das so schlimm ist. Das war doch nur ein Spaß. Also dann kann das wirklich nicht sein. Also es geht um einen Diamantendieb. Und da, wo die Wertgegenstände oder auch die Diamanten waren, legt der Dieb immer zum Spaß Käse oder Wurst hin. Deshalb der Käse-Wurst-Dieb. Also, junger Mann, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich finde auch, es ist ein sehr, sehr guter Spaß. Also, der ist dir gelungen mit der Käseplatte im Bett. Also, das habe ich früher bei meiner Schwester auch immer gemacht. Was? Es geht gar nicht um mich? Oh, da bin ich jetzt sowas von erleichtert. Mama, ich muss nicht ins Gefängnis. Alles klar, dann war das hier wohl ein Fehlalarm. Falls Sie doch noch irgendwie was hören oder sehen, dann sagen Sie nochmal Bescheid. Ja, natürlich, das machen wir. Wir helfen doch gerne. Oh Mann, Mama, das ist doch klasse. Ich muss jetzt doch nicht ins Gefängnis. Nein, ins Gefängnis musst du nicht, aber kannst du mir vielleicht mal erklären, warum du Käse und Wurst hier versteckst in den Kinderzimmern? Oh, jetzt habe ich mich verraten, oder? Sorry. Ein Sorry hilft dir nicht weiter, einfach Käse ins Bett zu tun. Das würde auch Emmas Käsefüße erklären. Mit Essen spielt man nicht, Julian. Ich werde mein Schloss verteidigen, du kannst es niemals einnehmen. Ha, das werden wir gleich noch sehen, du bist jetzt unter Beschuss. Das hier ist der Baseball der Zerstörung. Ach ja, dann versuch's doch. Du wirst es niemals schaffen, an meiner Armee vorbeizukommen. Los zu den Waffen! Ha, das nennst du Armee? Oh Mann, die hau ich um wie beim Bowling. Alle Neune! Oh nein! Volltreffer! Oh Julia, was hast du gemacht? Jetzt ist alles kaputt, Mann! Tja, Emma, das tut mir leid, aber wenn du mich herausforderst, den großen Krieger Julian Vogel, dann passiert halt das. Ich glaube, jetzt habe ich alles für Kaffee und Kuchen zusammen. Ich hoffe, es schmeckt den anderen. Julian, Emma! Martin, es gibt Kuchen! Also ich hoffe doch, dass Claudia ihren leckeren Kirschkuchen mal wieder gemacht hat. Das ist echt lange her, dass sie so einen gemacht hat. Oh, hab ich da gerade Kuchen gehört? Ich komme, Mama! Oh, ich liebe Kuchen. Tja, Kuchen ist Emmas Stichwort. Da hat sie wieder alles vergessen. Sie hat wohl mein Sieg hat sie wohl direkt wieder vergessen. Oh Mann, oh Mann. Ach, Claudia, mein Schatz, das sieht wieder sowas von herrlich aus. Und wie das riecht, wie das duftet. Sowas von lecker. Ja, bitte, aber du hast doch noch gar nicht probiert. Tut mir leid, eine Sache fehlt hier noch, sonst können wir ja gar nicht anfangen. Wo sind denn die Donuts bitte? Oh ja, Donuts, ich auch. Kinder, ihr seid manchmal sowas von undankbar, ne? Das verstehe ich nicht. Guck mal, was eure Mutter heute für euch hier gezaubert hat. Und ihr sagt natürlich, nein, danke. Also das finde ich schon ein bisschen frech. Oh Papa, chillax, das war doch nur so ein Spruch. Also ich hätte natürlich gerne Donuts, aber so einen Kuchen esse ich natürlich auch. Also chillax, Bruder. Apropos Kuchen, Hannah hat doch nächsten Monat Geburtstag. Was machen wir denn da Schönes? Ach ja, stimmt. Ja, das müssen wir uns mal vielleicht noch überlegen. Ach, zum Glück ist sie ja noch bei Oma und Opa. Oh, was? Hannah hat Geburtstag? Da müssen wir eine schöne Überraschung für sie planen. So, dann wollen wir hier mal alles einräumen. Hat's euch denn geschmeckt? Ja, Mama, alles gut. Das war sowas von lecker. Na, freust du dich jetzt, Papa? Wir gehen nach oben. Also, dieser Kuchen, der hat dir eingeschlagen wie eine Bombe, sage ich dir. Also, der war sowas von lecker. Das werde ich morgen früh noch merken. Und genau deswegen lege ich mich jetzt ein bisschen hin. Bin auf dem Sofa. Na gut, schön, dass es euch geschmeckt hat. Aber war ja klar, dass der ganze Abwasch und alles hier wieder an mir hängen bleibt. Und Julian, was machen wir jetzt hier Schönes? Wollen wir was spielen? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir haben doch eben schon gespielt. Also nochmal ist nicht drin. Ich zock jetzt ein bisschen Minecraft. Oh, na gut, du bist total langweilig. Dann überlege ich mir eine tolle Überraschung für Hannah für ihren Geburtstag. Mal überlegen. Emma, denk nach. Was würde Hannah freuen? Hannah mag doch... Ja, genau, Tiere. Perfekt, ein eigener Zoo. Das ist die Idee. Okay, jetzt müsst ihr ganz leise sein. Psst, die kommt gleich. Überraschung, Hannah. Guck mal, die Tiere. Ups, ich glaube, der Löwe will Hannah fressen. Das ist gar nicht gut gegangen. Ich brauche eine andere Idee für die Überraschungsfeier für Hannah. Was mag sie denn noch? Oh, ich habe eine Idee. Aber dafür muss ich woanders hin. Nämlich hier ins Badezimmer. Hier muss es doch irgendwo sein. Wo hat sie das versteckt? Warum macht Zocken eigentlich immer so müde? So, die Küche ist jetzt picobello sauber. Ich glaube, ich habe mir auch eine Pause verdient. Oh, es gibt auch nichts Besseres, als vorm Fernseher zu schlafen. Oh, da ist sie ja. Hannas Bilou-Sammlung. Wie viele Sorten hat sie denn? Ganz schön viele. Oh. Und damit... Mache ich eine Schaumparty, ja! Da wird das ganze Haus mit eingeschäumt! So, als allererstes muss ich das hier positionieren, also richtig hinlegen. Und dann, springe ich drauf! Oh, da kam ja mega viel Schaum raus, boah!
jetzt kommt die nächste, aber die mache ich woanders hin. Das muss alles überall voller Schaum werden. Und hepp! Oh, eine richtige Schaumstraße, die geht ja bis in mein Zimmer, cool! Oh, was riecht denn hier so? Den Duft kenne ich doch! Wir sind doch hier nicht in der Waschstraße, oder? Wo kommt die ganze Schaummenge denn her? Oh Mann, Emma? Ja, das war ich. Ich habe hier ganz viel Schaum hingemacht. Das ist eine Schaumparty. Oh Mann. Aber Emma, das ist ja eine richtige Schaumstraße. Oh Mann, fahren hier auch irgendwelche Schaumautos? Oh, klasse Idee. Komm mit, Julian. Bislang habe ich nur hier und auf der Treppe, aber wir können bestimmt noch mehr Schaum machen. So, das muss hier so hingelegt werden und das nächste kannst du machen. Alle hopp! Oh. Was ist das nur für ein Geruch? Oh, das riecht ja total doll nach Kirsche oder so. Ist das mein Kuchen? Kinder, was macht ihr denn da? Gar nichts, Mama. Wir sind ganz, ganz brav und lieb, oder Emma? Julian, du hast Schaum im Gesicht. Was? Gerade wach geworden und schon habe ich wieder Hunger auf den Kuchen. Kinder, könnt ihr mich mal kurz durchlassen, bitte? Papa, Vorsicht! Wow. Sag mal, ist hier irgendwo der Feuerlöscher losgegangen oder was? Martin, alles in Ordnung? Hast du dich verletzt? Mann, Rücken. Also, so viel Sahne wollte ich auf meinem Kuchen jetzt auch nicht, Leute. Oh, mein Rücken. Was ist das überhaupt für ein Zeug auf dem Boden? Julian, Emma? Was? Das ist für... Wo kommt das denn her? Eine Überraschung für Hanna zum Geburtstag. Eine Schaumparty, habe ich mir überlegt. Aber Emma, du weißt schon, dass der Geburtstag erst nächsten Monat ist und nicht heute. Wir haben nur heute darüber geredet, also Fehlalarm. Ist er nicht? Upsi. Ich hoffe aber wirklich, dass es hier der einzige Schaum ist im Haus und nicht, dass hier alles voll ist, oder? Oh Mann, Mama, also da müsstest du mal auf die Treppe und oben. Also da ist ja alles vollgesaut, wollte ich dir nur mal so sagen. Oh Julia, musst du mich verpetzen? Manno, ich dachte, wir halten zusammen. Dann will ich doch mal die alte Schlafmütze Julian wecken. Ob er schon wach ist? Ich glaube nicht. Julian, was machst du denn da? Das gab's doch echt noch nie. Oh, hey Mama, guten Morgen. Ja, ich bin schon wach seit einer Stunde, glaube ich. Ich mal gerade was und gepackt habe ich eigentlich auch schon, glaube ich. Okay, da bin ich ja baff. So früh warst du, glaube ich, noch nie wach. Was malst du denn da? Also das soll ein Bild werden für Brigitte, damit sie nicht so sauer auf mich ist, weil ich habe ja letztens... Okay, das war ziemlich fies, deswegen wollte ich mich entschuldigen. Okay, lass mal sehen. Oh, ein großes Herz und deinen Namen? Du meinst es wohl ernst? Ja. Dann will ich dir schon mal dein Brot schmieren. Soll ich das Herz noch ausmalen oder nicht? Oh, das ist so eine schwierige Frage. Was gefällt Brigitte denn besser? Oh Mann. Oh, Julian, jetzt traue ich mich gar nicht, ihm das zu sagen. Das bringe ich nicht übers Herz. Also wenn sie sich über dieses selbstgemalte Bild nicht freut, dann weiß ich wirklich nicht. Das ist die beste Entschuldigung jemals. Julian, ich habe dir schon mal dein Brot geschmiert. Ich glaube, jetzt muss ich es ihm gleich sagen. Es tut mir wirklich leid für ihn. Mama, ich komme. Ich habe alles gepackt. Dann vergiss deine Brotdose nicht und dann können wir uns auch schon gleich losmachen. Stecke ich ein. Oh Mann, ich sagte, Brigitte wird sowas von Augen machen, wenn sie mein Bild sieht. Das ist sowas von cool. Julian, Brigitte siehst du heute, glaube ich, nicht. Was? Wieso denn nicht? Ist sie krank? Nein, du gehst heute in eine andere Kita. Was? Was soll das denn heißen, in eine andere Kita? Also ich gehe doch immer in die Kita Sonnenschein, oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist irgendwie kompliziert. Du hast dich ja letztes Mal so ein bisschen daneben benommen und da dachte Brigitte, vielleicht ist es besser, wenn du vielleicht mal in einer anderen Gruppe bist, unter anderen Kindern. Vielleicht verstehst du dich mit denen besser. Aber Mama, in der Kita Sonnenschein sind all meine Freunde. Warum muss ich denn jetzt in eine andere Kita? Oh mein, ich möchte nicht. Ach Julian, das wird schon werden. Da sind Nein, wird's auch nicht. Total nette Kinder und vielleicht sind die sogar noch viel netter als in der Kita Sonnenschein, Ach, das wird schon, Julian. Lass uns mal los. Die Kita heißt übrigens Kita Schmetterling. Das ist Was? Doch toll. Oh Mann. So, hier müsste es sein. Sieht doch richtig schön aus. So viele Schmetterlinge in den Fenstern, Ja, klar, Schmetterlinge. Oh, der reinste Albtraum. Das wird sowas von fürchterlich hier. Ach, und guck mal, Julian, da ist schon deine neue Erzieherin. Hallo, Frau Vogel. Mein Name ist Almut. Wir hatten ja schon miteinander telefoniert. Ja, genau. Und das ist mein Sohn Julian. Hallo, Julian. Herzlich willkommen in der Kita Schmetterling. Und ja, du hast hallo. Wirklich schöne Haare. Ja, ich weiß. Oh, klasse. Almut, was ist das überhaupt für ein Name? Und hast du da zwei Uhren? Wieso hat man zwei Uhren? Ja, gute Frage. Also eine ist für die Kita-Zeit und eine ist für die richtige Zeit. Hier in der Kita Schmetterling, da tickt die Zeit nämlich ein bisschen anders. Okay, ich kann die Uhr zwar nicht lesen, aber das klingt ein bisschen komisch. Zwei Uhren, zwei Zeiten. Oh Mann. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in der Kita. Julian, ich hole dich später ab. Ja, Mama, tu jetzt einfach nicht so. Das ist doch nur wegen dir. Wegen dir muss ich hier in die Kita. Danke. So, Julian, dann komm mal rein. Ich zeig dir alles. Ja, muss ich, ja. So, schau mal, da sitzen schon die anderen. Wir wollten gerade gemeinsam frühstücken. Hallo, ich bin Cassandra. Hallo, und ich bin Tiffany. Und ich bin nicht begeistert. Ich meine, ich bin Julian Vogel. Gibt's hier keine anderen Jungs? Bin ich der Einzige oder was? Nur Mädels? Oh, klasse. Ich hätte da mal eine Frage. Also,
gibt es hier nur 3 Kinder mit mir? Also gibt es nur 2 andere Kinder und mich? Das ist doch keine wirkliche Kita, oder? Julian, du hast recht. Wir sind hier nur zu dritt, also 3 Kinder. Die Kita gibt es auch noch nicht so lange. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir ein neues Mitglied haben. So, dann holt mal eure Frühstückssachen raus und dann lasst es euch schmecken. Oh Mann, was soll das denn? Ist das das Frühstück? Das geht doch gar nicht, das ist doch verboten. Oh Mann, wie eklig. Hä, eklig? Wieso eklig? Ich esse jeden Morgen 6 hartgekochte Eier. Und ich esse jeden Morgen 1 Dose Bohnen. Die schmecken mir richtig lecker. Eier und Bohnen? Oh Mann, das gibt sowas von Furzfestival heute. Julian, sag mal, möchtest du auch was trinken? Ja, immer her damit. Schön voll machen. Das wird dich auf jeden Fall munter machen, Julian. Das ist unser Powergetränk. Power? Oh, das brauche ich heute auf jeden Fall. Besonders heute. Was ist das denn? Oh Mann. Almut, sag mal, möchtest du mich vergiften oder so? Oder ist das irgendwie hier so ein Ritual, wenn man hier neu in der Kita ist? Oh, das ist doch sowas von eklig. Das kann man einem doch nicht antun. Julian, dir schmeckt unser Sauerkrautsaft nicht? Eigentlich mögen doch alle Kinder gerne Sauerkrautsaft. Also ich liebe Sauerkrautsaft. Du Almut, wenn wir fertig sind mit Essen, können wir dann spielen gehen? Aber selbstverständlich. Dafür kennt ihr doch die Kita Schmetterling. Also bisher war das der totale Witz hier. Ich hoffe, die haben wenigstens vernünftige Spielzeuge. Oh, klasse, sieht aber nicht danach aus. Wie, das war's jetzt? Nichts anderes? Kein Bällebad oder eine Schaukel oder eine Rutsche oder eine kleine Turnhalle? Gar nichts? Doch, Julian, wir haben draußen einen richtig coolen Spielplatz. Aha, da bin ich mal sowas von gespannt. Eben beim Sauerkrautsaft wurde auch gesagt, das ist ein Powergetränk. Das ist ein Ekelgetränk. Oh Mann. Ich komm gleich nach, geht schon mal vor. Ha, ich muss erst mal schauen, mit wem ich's hier zu tun hab. Also Julian heißt er, aber was hat er wohl in seinem Rucksack? Mal schauen. Oh, ein Brief. Ich glaube, das ist ein Liebesbrief. Vielleicht hat Julian den für mich gemacht, eben gerade beim Frühstück, als ich weggeguckt hab. Das ist aber lieb. Wow, also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, klasse, wie sieht das denn hier aus? Also ich muss schon sagen, der Spielplatz hier in der Kita Schmetterling ist viel, viel cooler als der bei uns in der Kita Sonnenschein. Oh, klasse. Komm, Julian, komm mit, wir gehen direkt auf die Wippe. Oh, okay, du nimmst mich einfach an die Hand. Also du möchtest mit mir befreundet sein. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, das ist total typisch für Tiffany. Kaum ist jemand Neues da, muss sie sich direkt an ihn halten und ich bin wieder abgeschrieben. Richtig klasse. Du, Julian, ich wollte dich was fragen. Hast du eigentlich eine Freundin? Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich war schon mal verheiratet und eine Freundin? Ich glaube momentan nicht. Ich würde mal sagen, nein. Das hätte mich auch gewundert. Also, ich habe den Brief gefunden aus deinem Rucksack, der mit dem Herzchen. Der war doch für mich, oder? Danke, also, das war total süß von dir. Warte mal. Du warst an meinem Rucksack? Wieso denn? Und von was für einem... Du hast den Brief für Brigitte gesehen. Der war nicht für dich. Der war für... Was hast du an meinem Rucksack gemacht? Da darfst du gar nicht dran. Weißt du was? Das war's. Ich werde nicht mit dir befreundet sein oder so. Sowas macht man nicht. Ah, kannst du nicht vorher Bescheid sagen, bevor du von der Wippe abspringst? Jetzt bin ich runtergefallen. Und ich dachte schon, du liebst mich. Oh, also ich dachte, die Kinder bei uns in der Kita Sonnenschein wären schon anstrengend. Aber was ist denn mit denen hier los? Oh Mann, einiges schiefgelaufen. Oh, am besten wäre jetzt, wenn ich mit diesem Pferd hier nach Hause reiten könnte. Julian? Hallo Julian, ich bin's. Ich wollte dich abholen. Oh Mama, endlich bist du da. Oh, endlich. Oh, das war so ein anstrengender Tag. Anstrengend? Das Leben eines Kita-Kinds ist anstrengend? Ist super anstrengend. Wie hat's dir denn gefallen, Julian? Sag mal. Oh Mama, es geht so. Also, ja klar, ein Mädchen ist direkt in mich verliebt, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber sonst, ich weiß nicht, Mama, diese Kita ist eigentlich nichts für mich. Ach so, ja, und außerdem, die Almut, die Erzieherin, die wollte mich vergiften mit Sauerkrautsaft. Oh Mann. Ach, je, Sauerkraut. Kannst du dir das vorstellen? Wer gibt denn bitte sowas Kindern? Julian, ich habe gute Nachrichten. Ich habe mit Brigitte telefoniert. Ich denke, du kannst wieder zurückkommen. Vielen Dank, Almut, für den kleinen Schnuppertag. Aber ich denke, die Kita Sonnenschein ist besser für meinen Sohn geeignet. Oh, endlich in der Kita Sonnenschein. Aber wenn dieser Spielplatz nur bei uns wäre, das wäre mehr als perfekt. Ja, wir wollten euch einfach mal besuchen. Mal schauen, wie es euch so geht. Okay. Uns geht's gut. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Als sie das letzte Mal hier waren, ist es total nach hinten losgegangen. Wieso kommen sie uns überhaupt immer wieder besuchen? Ich verstehe das wirklich nicht. Naja, ich werde mal einen Kaffee aufsetzen. Möchtet ihr eine Tasse oder habt ihr vielleicht Hunger? Oh, Isabel, was machst du denn hier in meinem Zimmer? Oh, Emma. Naja, also unsere Eltern wollten, dass wir unbedingt mit euch spielen. Ja, warum genau. Also hier sind wir. Was machen wir jetzt? Oh Mann, das war überhaupt nicht angekündigt. Das haben Mama und Papa uns gar nicht gesagt, dass ihr kommt. Wir dressieren gerade Pia. Ach, wir können uns auch wirklich was anderes vorstellen, als mit euch hier unseren Nachmittag sagen, zu verbringen. Und ihr meckert oder was? Wir sollten eigentlich meckern. Dieses eklige, verlauste Kaninchen. Achtung, hier kommt der Kaffee, frisch aufgebrüht. Bedient euch gerne.
Oh, Claudia, was ist das jetzt für ein Kaffee? Also, jetzt sagt nicht, das ist ganz normaler schwarzer Kaffee. Ja, das ist Kaffee. Also, ganz normal. Möchtest du noch Milch oder Zucker dazu haben? Oh, Claudia, du weißt ganz genau, dass ich immer den entkoffinierten, frisch gemahlenen Kaffee trinke. Oh, Emma, deine Kutsche ist total billig. Ich habe eine viel teurere. Isabelle, ist mir sowas von egal. Ich spiele überhaupt nicht mit dir. Lass die Finger von meinen Spielsachen. Ich gehe zu Hannah und Julian. Oh Mann, jetzt sind Tessa nervt total. Da muss man schon aus seinem eigenen Zimmer flüchten. Hannah, ich wollte gerade zu dir. Es ist bei euch auch so schlimm. Isabelle geht mir total auf den Senkel. Die sind alle ständig nur am Angeben. Ich gehe jetzt zu Mama und Papa und frag, was das überhaupt soll. Ich will nicht mit denen spielen. Oh Mann, das wird bestimmt klappen heute. Ich brauche ein bisschen Kohle. Ich gehe schon zu durch. Ich gehe schon zur Tür. Hauptsache, ich bin aus dem Wohnzimmer da raus. Aber, oh nein, bitte nicht noch ungebetene Gäste. Oh, hallo, mal wieder ein Fremder hier. Wie kann ich denn weiterhelfen? Wir sind hier bei Familie Vogel. Oh, dann bin ich wohl vielleicht falsch hier. Sind Sie nicht der Mike Schnösel? Nein, ich bin nicht der Mike Schnösel. Ach, da bin ich zumindest fein raus. Mike, hier ist jemand für dich. Oh, bitte, wer weiß denn bitte, dass wir hier sind? Ach, was für eine Blamage, wenn wir hier erwischt werden. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Olaf Oberreich und Familie Schnösel. Ich muss Ihnen da was mitteilen. Okay. Also, wie Sie sehen können, sind Ihre Konten komplett leer. Sie haben kein Geld mehr. Aber Sie haben Glück heute, denn ich kann Ihnen weiterhelfen. Also, Sie müssen wissen, ich bin darauf spezialisiert, Geld von reichen Leuten wieder zurückzuholen. Ja, das kann ich sehr, sehr gut. Oh nein, bitte? Das gibt es doch nicht. Wir sind nicht mehr reich. Gott. Oh nein, unser Konto ist leer. Mike, wie konnte uns das passieren? Warum ist das ganze Geld weg? Wer hat uns das nur geklaut? Ach, Maren, Schatz, das weiß ich nicht. Oh Gott, aber zum Glück ist der Herr Oberreich hier. Oh Gott, wenn wir jetzt kein Geld mehr haben. Martin, kannst du uns Geld leihen? Also ich kann es überhaupt nicht haben, wenn nichts auf meinem Konto ist. Ach so, und jetzt soll ich der Maren Schnösel hier Geld leihen? Hm, ganz klar. Tut mir leid, Maren, das kann ich nicht. Nee, sorry. Was ist denn hier bitteschön los? Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ich höre hier so Geschrei. Haut jetzt wieder ab. Oh Gott, hoffentlich kriegen wir unser Geld zurück. Oh Mann, ich bin schon total nervös. Oh nein. Oh Gott, Schatz, ja, auch für mich ist es gerade, es ist so eine böse Überraschung, aber wer hat nur unser Geld geklaut? Ich meine, ja, wir haben total viel Geld und ja, es würde sich lohnen, bei uns Geld zu klauen, aber wer nur, wir sind doch so nett. So, ich hätte da eine super Idee. Geben Sie mir doch einfach noch das Geld, was Sie überhaben, das kann ich ja als Rechnung nehmen und dann besorge ich Ihr ganzes Geld wieder. Also dann landet das auch wieder auf dem Konto. In ein paar Stunden ist das da, ich brauche nur ein bisschen Geld von Ihnen. Herr Oberreich, Sie sind doch so ein netter Mensch. Genauso wie ich. Wir verstehen uns. Wie viel Geld wollen Sie denn? Aber ich weiß gar nicht, ob ich genügend dabei habe. Oh Gott, wenn das unsere Kinder erfahren, dass wir jetzt nicht mehr reich sind. Oh nein, hoffentlich geht alles gut. Was habe ich gehört, Mutter? Wir sind nicht mehr reich? Ah, da sind Sie ja. Ja, ihr seid nicht mehr reich. Das habt ihr jetzt davon. Ihr habt kein Geld mehr. Das komplette Konto von euch wurde leergeräumt. Ihr seid nicht mehr reich. Was soll das denn bitte schon heißen? Was wird denn aus meinem Einkaufszentrum? Ich habe kein Geld mehr? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich habe so viele Pläne, was ich mit meinem Geld anstellen wollte. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, Herr Oberreich, wir vertrauen Ihnen da voll und ganz. Also Hauptsache, wir werden wieder reich. Sie wissen, wie sich das anfühlt. Alleine schon dieser Name. Also bitte. Aber natürlich helfe ich doch. Und dann weiß ich hoffentlich, wie es ist, reich zu sein. Oh Mann, Familie Schnösel nicht mehr reich. Oh, wie das wohl aussehen würde. Oh Nils, du kannst nicht die ganze Zeit die Toilette besetzen. Ich muss jetzt auch mal aufs Plumpsklo. Hey, sag mal, was wird das denn? Du kannst doch nicht einfach hier die Tür öffnen. Ich also muss bitte. Wirklich dringend. Deine Manieren. Ich habe ja mein Geschäft, das ist noch nicht vorbei. Und damit meine ich noch nicht mein Einkaufszentrum, sondern hier das Geschäft. Also, Tür zu. Oh, hätten wir bloß wieder ein Haus mit 5 Bädern, hätte jeder sein eigenes. Und diese Dusche erst. Jetzt muss ich mich hier draußen duschen. Bei der Kälte und den ganzen Krabbeltieren. Oh, dieses Haus ist so klein. So klein. Oh, so klein. Oh Gott, wie konnten wir hier nur hineingeraten? Es ist so schlimm, Maren. Ja, es ist viel zu klein. Oh, Mike, wie werden wir bloß wieder reich? Ich will wieder reich sein. Oh, wäre ich bloß wieder reich. Ich will reich sein. Es ist so schrecklich, arm zu sein. Warum denn nur? Warum muss uns das denn nur passieren, Familie Schnösel? Wir sind so eine gute Familie und wir sind nicht mehr reich. Hey Tessa, also ich müsste jetzt mal auf die Toilette. Geh mal bitte da weg. Auf gar keinen Fall, Isabel. Ich stehe jetzt auch an. Stell dich hinten an. Nils ist die ganze Zeit da drauf. Oh Mann, hinten anstellen bei der Toilette. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Oh Isabel, wem sagst du das? Es ist einfach nur furchtbar. Es ist kaum auszuhalten. Einfach schrecklich. Und ich bleib hier so lange drinne, bis wir wieder Geld haben, bis wir wieder reich sind. Ich glaube, genau so wäre das, wenn die arm wären, also kein Geld hätten. Oh, das gibt es doch nicht. Ich will Geld, ich will einfach nur Geld.
Hier, bitte. Das sind 500 Euro, das ist unser ganzes Bargeld. Ich hoffe, das reicht Ihnen, um dann unser Geld zurückzuholen als Bezahlung. Oh, 500 Euro. Natürlich, 500 Euro reichen da, selbstverständlich. Also, Familie Schnösel, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind im Handumdrehen wieder reich. Genauso wie ich jetzt. Oh, Herr Oberreich, danke. Oh, es fällt mir ein Stein vom Herzen. Hoffentlich klappt das. Also, Sie können das wirklich? Also, Sie sind gleich wieder reich. Ich muss einmal nur kurz in mein Büro huschen und dann haben Sie Ihr Geld schon wieder. Also, Claudia, ich weiß, ich bin ab und zu ein bisschen naiv, ne? Aber das würde ich jetzt nicht glauben. Ich auch nicht. Also, er nennt sich Oberreich? Also, ist, ja, okay, ich meine, es kann jeder heißen, wie er will, aber kommt hier rein, schnappt sich 500 Euro und verschwindet einfach wieder? Also, ein bisschen komisch ist das schon. Du, Maren, kann ich dich einmal ganz kurz beiseite nehmen? Meinst du nicht, dass irgendwie was faul an der Sache? Oh, Claudia, du bist nur neidisch. Du bist immer neidisch. Nur weil ich reich bin. Hoffentlich bald wieder reich bin. Okay, ich habe mein Bestes getan. Wenn sie nicht auf meine Ratschläge hören will, na gut, Pech. So, Familie Schnösel, ich mach mich dann mal an die Arbeit. Im Handumdrehen sind sie wieder reich. Und dann heißen sie ja auch wieder Familie Schnösel und verdienen diesen Namen auch. Ach, vielen lieben Dank, Herr Oberreich. Also, Sie sind ein richtiger Herzensmensch. Wissen Sie das? Danke. Oh. Kinder, hört mal auf zu weinen. Also, wahrscheinlich werden wir wieder reich. Keine Sorge, Herr Oberreich wird sich darum kümmern. Was? Habe ich das gerade richtig gehört? Wir werden wieder reich, Mama? Ach, also, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Herrn Oberreich. Und ich glaube, das klappt. Ich glaube, wir werden wieder reich. Das wird so schön. Oh Mann, Familie Schnösel wird wieder reich? Vielleicht hätten die einfach mal nicht reich sein sollen. Mal gucken, wie es dann so ist. Oh, Familie Schnösel, eher Familie Doof. Einfach mal so 500 Euro verdient. Einfach ein Bild von Google Bilder gezeigt und die dachten, ihr Konto sei wirklich leer. So dumm. So, jetzt muss ich mich nur noch schnell umziehen und vom Acker machen und dann bin ich um 500 Euro reicher. Ich glaube, hier sieht mich auch keiner. Sehr gut. Das war's schon. Und als ob ich Olaf Oberreich heiße. Nein, Hugo Hinterhältig ist mein Name. Aber warum nur? Naja, 500 Euro in der Tasche. Ja, hallo, Mike Schnösel hier. Ja, ja, natürlich. Ich wollte da was fragen. Ja, mit dem Kontostand ist alles in Ordnung. Ja, klasse. Super, perfekt. Genauso viel war vorher auch drauf. Es hat geklappt. Wir sind wieder reich. Wir sind wieder reich. Ja, ach, und toll. Wir sind so klug. Oh Gott, das war so schrecklich, nicht reich zu sein. Ich bin so froh. Oh, klasse, die freuen sich. Oh, super. Oh, Familie Schnösel ist manchmal so durch im Kopf. Hä, wie geht das denn? Ich wusste gar nicht, dass das bei Minecraft geht. Ich habe einfach hier so einen Lucky Block kaputt gemacht und jetzt, was ist das denn? Ist das ein Baby? Da steht's ja. Mein Namen kann ich lesen, also da steht Julian und was steht davor? Bestimmt Baby oder so. Der ist ja ganz klein, genau wie mein Skin, aber nur ein ganz klein, ein Baby. Hm, hab ich gerade Baby gehört? Baby, wo denn? Julian, zeig doch mal her, wo ist das Baby? Oh, Emma, guck doch mal da bei Minecraft. Das ist mein Skin, aber nur als Baby. Voll klein. Voll cool, oder? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Oh Mann, weißt du was? Jetzt will ich eine ganze Baby-Armee. Ja, ich will ganz, ganz viele Babys hier bei Minecraft. Oh, ach so, ich dachte, es geht um ein richtiges Baby. Minecraft-Baby, das ist total blöd. Interessiert mich nicht. Weißt du was? Du interessierst mich nicht. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja gehen. Also ich find's richtig cool. Oh Mann, Baby-Skin. Oh, ich dachte schon, es geht um das richtige Baby, dass es da ist. Ich werde mal nach unten zu Mama gehen und gucken, ob das Baby jetzt schon da ist. Du, Mama, was macht denn das Baby? Zeig doch mal her. Emma, welches Baby? Noch steht eigentlich nicht fest, dass ich ein Baby bekomme. Wir waren doch schon im Krankenhaus, aber der Test ist noch nicht zurück, die Blutergebnisse. Nur mal gucken, ob ich schon was hören kann. Hallo, du da drin, komm mal raus. Und Emma, hast du was gehört? Also, ich habe bislang noch nichts gehört. In deinem Bauch wohnen Frösche, das hat ganz komische Geräusche gemacht. Oh, oh. Das muss ich auf jeden Fall Julius erzählen. Der kennt den Mod wahrscheinlich gar nicht. Oh Mann, Baby Julius und Baby Julian. Die können ja Freunde werden bei Minecraft. Mama, ich ruf mal kurz Julius an. Ich wollte nur fragen, ob er vorbeikommen will zum Spielen. Das geht doch in Ordnung, oder? Ja, klar. Ruf ihn ruhig an. Er kann gern vorbeikommen. Julius. Ja, ich bin's, Julian. Natürlich. Ey, weißt du, was bei Minecraft passiert ist? Das wirst du nicht glauben. Komm vorbei, los, ich zeig's dir. Oh Mann, ich bin Minecraft-Papa geworden. Oh, was muss ich denn jetzt alles machen? Och, das heißt wohl Verantwortung übernehmen. Das kann ich aber nicht. Der soll selber überleben, dieses Baby. Du, Mama, trinken Babys eigentlich auch Kakao? Also am Anfang noch nicht, aber vielleicht, wenn sie größer sind, so groß wie du, dann würden sie auch Kakao trinken. Da bin ich mir sicher. Boah, ich werde aber nicht teilen. Wenn das Baby da ist, kann es nicht so einen Kakao haben. Dann musst du dir seinen eigenen holen. Ja, Emma. Hat's da gerade geklingelt? Ich komme. Das wird bestimmt Julius sein. Ach, hallo Julius. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's gut. Aber Frau Vogel, sagen Sie, haben Sie zugenommen? Die sind ganz schön dick geworden.
Findest du? Also, wenn ich so an mir herunterschaue, finde ich das eigentlich nicht. Oh, doch. Mein Vater sagt immer, er hat auch so einen Bauch, so einen Waschbärbauch oder so. Wir sehen uns noch später. Bis dann, Frau Vogel. Oh Mann, Kinder können ganz schön grausam sein. Habe ich wirklich zugenommen? Ich finde das eigentlich gar nicht. Julius, guck, siehst du dieses kleine Viecher? Das ist mein Skin, das bin ich als Baby. Boah, das ist ja abgefahren. Cool, sowas habe ich noch nie gesehen. Ach so, apropos Baby, also meine Mama meinte, die bekommt vielleicht auch ein Baby. Ach echt? Ich habe vorhin noch zu deiner Mama gesagt, dass ich finde, dass sie dick geworden ist. Ob das wohl an dem Baby liegt? Was, wie bitte? Du findest auch, dass sie dick geworden ist? Oh Mann, dann kriegen wir wirklich ein Baby, dann sind wir zu viert. Julian, ich weiß nicht, ob du dich darüber freuen solltest, weil das Babyzimmer wird eigentlich immer das Zimmer, was am nächsten an dem Elternschlafzimmer dran ist. Das wäre in dem Fall dein Zimmer, dann müsstest du es teilen. Oh, was? Nein, niemals, niemals! Ein Babyzimmer in meinem Zimmer? Das gibt's nicht, das kann nicht sein, das passiert auch nicht. Martin, wir sollten vielleicht mal langsam das Babyzimmer einrichten. Schließlich ist das Baby schon da. Ach Claudia, Schatz, weißt du was? Wir haben uns viel zu viel Zeit damit gelassen. Also wir wussten einfach nicht, wo wir das Babyzimmer hinbauen sollen. Aber weißt du was? Damit ist jetzt Schluss. Ich werde Nägel mit Köpfen machen, auf jeden Fall. Also jetzt reicht's mir. Eieiei, da sind wir ja mal gespannt, was der Papa jetzt da oben macht, hm? So, junger Mann, also es geht nicht mehr anders. Wir müssen das jetzt machen. Ich werde jetzt die Wand hier einreißen, beziehungsweise diese Raumteiler hier wegmachen. Und dann weißt du, was auf dich zukommt. Oh, Papa, das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst. Das kannst du einfach nicht machen. Warum denn nicht bei Emma oder bei Hannah? Warum bei mir immer? Julian, ist doch klar. Hier ist unser Schlafzimmer und daneben ist dein Zimmer. Also kommt hier das Babyzimmer hin. Ist doch klar. Oh, Papa, bitte nicht. Ich habe ja gar keine Privatsphäre mehr. Jetzt höre ich immer, wenn du pupst, direkt. Oh, Mann, das will ich nicht. Oh, was noch? Was noch? Was kommt noch hier alles aus meinem Zimmer raus? Bitte nicht meinen Laptop, da kann ich nicht mehr Minecraft spielen, bitte nicht das. Ja, Julian, ist ja gut. Also den Laptop, den kannst du ruhig behalten. Ich stelle jetzt noch kurz hier die Möbel hin, ne, den Wickeltisch und so. Und dann ist das Zimmer schon fertig, Julian, na? Siehst du? Och, Papa, das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst. Wie soll ich denn hier rauskommen? Ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ich muss ja neben dem Baby schlafen, darum habe ich keine Lust. Und hier soll ich jetzt am Laptop immer sitzen? Papa, du weißt schon, dass das... meine Pupsecke ist. Ich will hier nicht sitzen. Ich stehe hier nur und bin dann immer wieder draußen. Och, Mann. Julian, die Diskussion hatten wir jetzt, glaube ich, schon 20 Mal. Das wirst du schon hinbekommen. Es geht nicht anders. Dein Zimmer ist direkt neben dem Babyzimmer. Also, du musst damit leben. Oh, wie sieht's hier denn aus? Oh, die ganzen Babysachen direkt in Julians Zimmer. Oh. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht mein Zimmer teilen muss. Das wäre ja eine Katastrophe. Haha, Julian, du bist angeschmiert. Emma, ich warne dich. Hör auf zu lachen, das ist nicht lustig. Das ist der traurigste Tag jemals hier in diesem Haus. Oh Mann. Ja, ist ja gut. Reg dich nicht auf. Hauptsache, in meinem Zimmer wohnt kein Baby. Jackpot. Schatz, Claudia, das Zimmer ist jetzt fertig. Möchtest du mir anschauen? Ach, klar doch, ich komme. Oh, ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt aussieht. Und was sagst du, Schatz? Ist es genau so, wie du dir es vorgestellt hast? Oh, es sieht super aus. Genau so habe ich mir das gedacht. Oh, richtig schön, diese winzig kleinen Möbel. Oh, süß. Na, wie gefällt es dir denn, du kleiner Stinker? Oh, ich glaube, du brauchst eine neue Windel. Papa, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist doch Folter, was du hier machst. Das darf man gar nicht machen. Einfach hier die Windel wechseln. Der Geruch geht doch nie wieder aus den Wänden raus. Och, Mann. Oh, Julian, was muss, das muss. Also tut mir leid. Und die Windel, die kommt hier in Müll. Oh mein Gott, der Geruch kommt ja jetzt schon hoch. Das ist doch... Oh, wie kann das nur menschlich sein? Also von den Menschen kommen, das ist doch... Boah, das ist doch gefährlich. Julian, was willst du hier? Raus aus meinem Zimmer! Ach, Emma, hi. Meine liebste Schwester, meine allerliebste Schwester. Wir sind doch beste Freunde, oder? Kann ich nicht bei dir übernachten? Guck, siehst du, ich passe hier auch in dein Bett und ich bin ganz leise und ich pupse auch nicht, versprochen. Oh, wie kannst du es wagen, in mein Prinzessinnenbett zu gehen? Das ist nur für Prinzessinnen. Raus da! Oh ja, wie kann man nur so herzlos sein? Ich wollte doch einfach nur nicht in meinem Zimmer bleiben wegen dem Baby, dem kleinen Stinker oder dem großen Stinker. Ach, ist das nicht süß, Martin? Ach, das Kleine hier in der Wiege. Ach, richtig süß, knuffig. Okay, alles klar, das war's. Ich bin weg. Julian, wo willst du denn auf einmal hin? Weißt du was, das wird mir hier eindeutig zu viel. Ich ziehe zu Oma und Opa. Ich wohne da in der Angelhütte. Ist auf jeden Fall besser als hier. Lieber mit den Fischen als mit dem Baby. Das ist so schlimm. Ich will nicht in der Angelhütte wohnen. Ich will noch hier weiter wohnen. Das wird schon. Vielleicht bauen ja deine Eltern auch an oder so. Oder ihr zieht um. Oh, Julian, es gibt doch kein Baby. Mama weiß es auch noch gar nicht. Was? Wie bitte? Es gibt kein Baby? Also heißt das, das Zimmer bleibt nur für mich da? Oh Gott. Also Julius, solange wir hier kein Baby bei uns zu Hause haben, ein weiteres, weil Emma ist ja ein Baby, aber die hat ihr eigenes Zimmer, sollten wir hier das ausnutzen und weiter Minecraft spielen. In meinem Zimmer. Guten Morgen, Kinder. Na, seid ihr soweit? Können wir mit dem Matheunterricht starten? Hallo. Guten Morgen. Frau Zahl. Schon wieder Matheunterricht. Ich habe sowas von keine Lust. Es ist doch viel zu heiß, Frau Zahl. Können wir nicht raus?
Nein, Richie, wir gehen heute nicht raus. Heute starten wir mit einem neuen Thema. Oh, toll, neues Thema. Ich habe das alte schon nicht verstanden. Und das davor und das davor. Toll, klasse. Dürfte ich einmal kurz stören, Anna? Ich meine, Frau Zahl natürlich. Oh yes, Herr Jülich ist da, der Schulleiter. Bestimmt kriegen wir jetzt schulfrei, hitzefrei, ich sehe schon. Oh, wer ist das denn? Herr Jülich hat eine neue Schülerin dabei. Du, Anna, also wie du sehen kannst, haben wir ja eine neue Schülerin bekommen, ne? Also mitten im Jahr, ich weiß, normalerweise passt uns das nicht so, ach, aber es geht jetzt nicht hin. Anders. Also wir freuen uns natürlich immer über neue Gesichter. Möchtest du dich vielleicht mal vorstellen? Oh, Hanna, guck mal, also die Neue, die sieht ja echt nett aus, oder? Nett, Dave? Also ich finde die mega nett. Also ich glaube, ich habe mich jetzt schon verknallt. Oh, wie? Du auch, Richie? Also normalerweise haben wir ja nicht so den gleichen Geschmack, aber naja, gut. Ich finde sie auch nett. Hallo, ich bin Emily. Mein Vater, der hat letztens seinen Job gewechselt und deshalb bin ich jetzt hier. Ich musste die Schule wechseln. Alles klar, Emily. Dann heiße ich dich mal herzlich willkommen hier bei uns in der Klasse. Alles klar, sehr gut. Dann wäre das ja geklärt. Dann bin ich mal wieder im Büro... Oh. Obwohl, mir fällt was auf. Anna, ich meine, Frau Zahl, wo soll sie denn sitzen? Ich sehe hier nirgendwo noch Platz. Das weiß ich auch nicht, aber zur Not kann ich ja stehen oder ich bringe mir meinen eigenen Stuhl morgen mit. Hier, Herr Jülich, also zur Not würde ich auch meinen Platz anbieten. Ich kann auch stehen. Hauptsache, die Emily kann sitzen, ne? Dave, das ist ja nett von dir, aber du kannst doch nicht stehen im Unterricht. Das ist doch Quatsch. Oder hier, Herr Jülich, also sie kann auch neben mir sitzen. Ich mache auch ein bisschen Platz. Hier, zwischen uns ist doch noch genügend Platz. Oh, toll, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Super. Ich hole erstmal einen Stuhl und dann gucken wir. Ach, Emily, mach dir nichts draus. Wir waren einfach nicht auf dich vorbereitet, aber sobald du einen Stuhl hast, können wir mit dem Unterricht starten. So, da bin ich wieder. Also wir haben ja, wenn wir was haben, dann haben wir auf jeden Fall genügend Stühle hier in der Schule. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das jetzt hier klären in der Klasse. Du, Dave, ich würde dich bitten, vielleicht hinten Platz zu nehmen. Also der Richie und der John, die haben ja schon Platz gemacht. Und da könntest du dich vielleicht reinsetzen und die Emily dann vielleicht neben Hannah, hä? Ach so, ja, klar, kein Thema. Alles gut. Boah, Dave, warum musst du denn jetzt hier neben uns sitzen? Wo wollten eigentlich Emily? Also, Hannah, dann würde sich Emily hier neben dich setzen. Ist ja, das okay? Ja, klar, gerne. Vielleicht kannst du dich auch ein bisschen um sie kümmern heute. Mach ich zeig ihr alles. Danke. Hey, Emily, also ich bin Hannah. Freut mich, dich kennenzulernen, Hannah. Danke, dass ich neben dir sitzen darf. Oh, du hast echt coole Klamotten, Emily. Und du hast ja die gleichen Schuhe wie ich. Ja, das stimmt. Wir haben den gleichen Geschmack. Die sind wirklich bequem und schick. Und du bist jetzt ganz neu hier in Playmobil City? Also, kennst du hier noch niemanden? Ja, genau. Wir sind gestern hierher gezogen. Ich habe noch keine neuen Freunde gefunden. So, dann hätten wir das ja auch geklärt. So, dann wünsche ich viel Spaß hier beim Unterricht. So, jetzt wo alle sitzen, können wir jetzt starten. Aber vielleicht nicht mit dem neuen Thema, sondern wir machen erstmal ein bisschen Wiederholung. Oh, endlich Pause. Komm, Emily, ich zeig dir alles. Hier sind zum Beispiel die Toiletten. Okay, das merke ich mir. Und komm, weiter. Hier, das ist der große Pausenhof. Also da kann man, wenn man möchte, in der Pause spielen. Und der Mann da hinten, das ist Mr. Handsome, unser Englischlehrer. Der macht heute die Pausenaufsicht. Hannah, das ist wirklich total nett von dir, dass du mir alles zeigst. Mach ich doch gerne. So finde ich mich denn gut zurecht. Was ist denn hinten los? Hannah hängt nur mit der Neuen ab und jetzt umarmen die sich sogar. Oh, Mann. Oh, nochmal, Dave, warum musstest du dich neben uns setzen? Das verstehe ich nicht. Wenn Emily da wäre, wäre das viel besser. Ich finde die echt mega nett. Ja, sorry, was soll ich denn machen? Also, Herr Jülich meinte zu mir, ich soll mich da hinsetzen. Und ich meine, für Emily mache ich das natürlich gerne. Die wirkt wirklich sehr, sehr nett. Dave, eins muss ich dir sagen. Du hast schon eine Freundin. Das hier, die Emily, die wird meine Freundin. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt zanken sich selbst die Jungs um die Neue. Was ist denn da los? Boah, ich kann jetzt schon irgendwie nicht leiden. Hannah, was machst du so in der Pause? Hast du irgendwie ein Lieblingsspiel? Also, meistens bin ich zusammen mit meiner Freundin Pia. Ach, die kommt doch da vorne. Die stelle ich dir jetzt mal vor. Na, Hannah, hast du jetzt Zeit für mich? Ja klar, wir verbringen doch immer die Pause zusammen. Ich habe nur Emily alles gezeigt. Also Emily, das ist Pia. Pia, Emily. Ja, hallo, ich bin Pia. Ich bin die allerbeste Freundin von Hannah. Schon immer gewesen. Du Hannah, du wolltest mir doch noch zeigen, wo dieser Getränkeautomat ist. Ach ja, stimmt, das sage ich dir noch. Pia, bis gleich. Wir gehen gerade zum Getränkeautomat. Und schon sind sie wieder weg. Das ging ja wirklich schnell. Die wollen mich gar nicht dabei haben. Sollen sie machen, mir egal. Ach, Pia, wart ab, das ist doch heute der erste Tag von Emily. Na und? Selbst wenn es der erste Tag ist, das ist kein Grund, dass sie mir meine beste Freundin wegnimmt. Also, das ist der Getränkeautomat, nur leider ist der leer. Mist, kein Saft mehr drin. Ach, das macht nichts, ich hab noch was in meiner Tasche dabei. Ich muss auch noch mal eben ganz kurz auf die Toilette, bevor der Unterricht wieder losgeht. Ich weiß ja jetzt, wo sie ist. Alles klar, ich gehe in der Zeit hier zu meinen Freunden, also kannst ja gleich dazukommen. Ach, wer kommt denn da? Hannah, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wo ist denn deine neue Freundin? Ach, Pia, Mann, die ist auf Toilette. Das ist doch einfach nur die Neue. Ich habe ihr doch einfach nur alles gezeigt.
Du, Hanna, ich würde mal ganz gerne unter vier Augen mit dir reden. Nur aber ganz, was ist denn ganz los, kurz. Ritchie? Ich will nichts Schlimmes. Also, es geht um eine Sache. Können wir bitte die Plätze tauschen? Bitte, 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 bitte. Ich nenne dich auch nie wieder Streberin oder so. Oder zumindest nicht mehr Oberstreberin, weil eine Streberin bist du. Das müssen wir beide zugeben. Bitte, können wir die Plätze tauschen? Ritchie, warum willst du die Plätze mit mir tauschen? Ich will neben Emily sitzen. Wie eigentlich jeder in der Klasse. Aber ich möchte wirklich kennenlernen und da könntest du mir auf jeden Fall helfen. Bitte, 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 bitte. Oh Mann, kaum ist eine neue in der Klasse, da drehen alle durch. Boah, Emma, ist jetzt gut. Du kannst jetzt raus. Ich weiß, wie man Minecraft spielt. Du brauchst mir das nicht beibringen. Ich du weißt gar nicht, besser. Wie das geht. Du musst mir einfach vertrauen. Geh mal in diese Höhle, Julian. Nein, da ich höre doch schon die Zombies und ich habe noch kein Schwert oder so. Ist ja nicht so, dass ich seit Monaten schon Minecraft spiele und du dieses Spiel gar nicht erst kennst. Also lass mich in Ruhe, geh raus. Ich werde nicht abhauen. Ich bleib so lange jetzt hier stehen, bis du endlich in die Höhle gegangen bist. Oh Mann, weißt du was? Das wird mir jetzt hier viel zu viel. Ich gehe jetzt unten zu Papa und Mama. Ich sag das jetzt. Man kann ja nicht mal in Ruhe Minecraft spielen. Doch, du kannst in Ruhe Minecraft spielen, aber erst musst du in die Höhle. Oh, Emma, du mit deiner Höhle. Also, ich will da nicht rein, weil ich habe noch kein Schwert. Ich muss mir eins erst craften oder eine Axt und das habe ich nicht. Also hör auf zu erzählen und du nervst den ganzen Morgen schon. Raus mit dir. Oh, Emma, guck mal. Weint da Mama? Ich hab Mama noch nie weinen sehen. Oh Mann, ist irgendwas passiert? Ach Martin, ich kann das wirklich nicht. Ich kann doch nicht jetzt zu einem Tschüss sagen. Ich bring das nicht übers Herz. Ach Schatzi Mausi, mach daraus doch keine große Sache. Wir wollten das doch die nächsten Tage erst klären, aber... Schatz, bitte, du schaffst das schon. Wow, Emma, also ich hab Mama noch nie weinen sehen. Also noch nie so... Was denkst du, ist passiert? Keine Ahnung, entweder sie hat einen Liebesfilm geguckt und einer hat die andere nicht geheiratet oder der Kakao ist leer. Oh Mann, ich glaub nicht. Martin, kannst du das bitte für dich behalten? Ich möchte noch nicht, dass das irgendjemand erfährt. Ich muss erstmal selber damit klarkommen. Ja, Schatz, ist ja gut. Also für mich war es ja auch erst eine Überraschung, aber das kriegen wir schon hin. Okay. Nein, 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 ich weiß, was das ist. Oh nein, Emma, los, komm hoch, schnell. Emma, ich weiß ganz genau, warum Mama so weint und warum sie gesagt hat, sie kann sich nicht von allem verabschieden. Ich glaube, jetzt ist es wirklich soweit. Wir ziehen aus. Wie ausziehen? Ich komme doch bald in die Kita Sonnenschein und ich dachte, ich krieg dann dein Zimmer. Dann kannst du ausziehen, wenn du groß bist. Hey, ihr beiden, was ist mit euch schon wieder los? Ich sollte dich eher fragen, warum bekommst du das alles hier nicht mit, was im Haus was abgeht? Denn? Wir ziehen aus. Ausziehen? Ja. Och, Julian, das ist ja wieder typisch. Du erzählst immer nur Märchen. Als ob wir ausziehen, das ist Quatsch. Hanna, ich glaub dir mehr als Julian. Das ist bestimmt wieder nur einer von deinen Streichen. Glaub ich auch. Du lügst. Hey, aber wo wollt ihr denn hin? Wir müssen das doch irgendwie verhindern. Oh, warum glaubt mir denn keiner? Wir ziehen hier aus. Ich glaub schon, och Mann. Ah, da seid ihr, überpünktlich. Ja, wir hatten ja telefoniert. Schauen wir uns das Haus doch einfach mal an. Ich möchte das einfach nicht. Ich will einfach hier nur hierbleiben. Ist das zu viel verlangt? Ach Martin, danke, dass es so schnell geklappt hat. Also wir wollten gerne das Haus sofort sehen. Das ist also das Haus? Du hast doch gesagt, das ist viel größer, Mama. Hey, ich verstehe gar nicht, was du hast. Das ist doch riesengroß. Also ich find's gut. Naja gut, dann wollen wir mal. Schauen wir uns das Haus doch mal an. Unsere Luxusvilla hier von Familie Vogel. Oh, Papa, wie konntest du nur? Wie konntest du sowas nur machen, ohne das mit uns abzusprechen? Also, okay, ich will zwar ein größeres Zimmer, aber ich möchte hier bleiben. So, also das hier ist die Küche. Mhm, ziemlich ja. groß, ne? Also mir gefällt sie wirklich gut. Kann Sehr ich nur schön. Weiterempfehlen. Ich find's klein. Ach, was ist denn mit Claudia los? Claudia, alles in Ordnung? Ich möchte das einfach alles nicht. Wieso denn jetzt? Ach Mensch, Claudia, du weinst ja. Ist denn alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ach, hallo Svenja. Martin hat mir schon gesagt, dass ihr vorbeikommen wolltet. Und gefällt's euch hier in unserem Haus? Ach so, Claudia, wegen der einen Sache. Ja, das hatte mir Martin schon erzählt. Du schaffst das schon. Auf jeden Fall. Mach dir keine Sorgen. Wow, ist das hier... Ist das ein Wohnzimmer? Aber Mama, hast du nicht gesagt, es gibt hier zwei davon? Ah, ich sehe schon. Da hinten. Und ist das etwa ein Pool? Die schauen sich jetzt wirklich das ganze Haus an, unsere ganze Luxusvilla. Aber wenn die in mein Zimmer kommen, dann gibt's eine dicke Überraschung. Dann wollen die bestimmt hier nicht einziehen. Oh, wow, cool. Mama, ein Pool. Schön. Also mir gefällt er auch ganz gut. Na Kinder, habe ich euch zu viel versprochen, so ein Pool, das wäre doch ja, was, oder? Ja, richtig cool. So, und das zweite Wohnzimmer haben wir ja auch schon gesehen. Dann würde ich vielleicht nochmal nach oben gehen. Da haben wir die Kinderzimmer, das Schlafzimmer und auch das Badezimmer. So, vielleicht gehen wir als erstes mal in das Kinderzimmer hier vom Julian. Julian, wir wollten mal... Julian! Oh Gott, Julian, wir haben Gäste! I like to move it, move it. You like to... Move it, dün, dün, dün. Oh, wir haben Gäste, habe ich gar nicht gesehen. Oh, entschuldige, ich laufe immer so rum. Entschuldigt bitte, Svenja. Also, ihr kennt ja Julian. Und macht der, nichts. Ach Gott, Julian, zieh dir was an. Hä, Papa, was ist mit dir denn los? Heute ist doch Tag der Unterhose. Oder nicht? Warum bist du denn mit Hosen unterwegs? Heute ist Tag der Unterhose, habe ich gesagt. Hallo. Der Junge ist sowas von witzig. Julian, zieh dir sofort deine Hose an, sonst gibt's Ärger. Hast du das gesehen? Der hat genau die gleiche Unterhose wie du.
Hey du da, schickes Ding, das gleiche Ding habe ich auch zu Hause. Wie, und das war's? Ihr wollt hier noch in meinem... Oh, was wollt ihr jetzt in meinem Zimmer raus hier? Papa, bitte! Also wirklich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Perfekt für meinen kleinen Jungen, Martin. Hast du mir nicht zu viel versprochen? Also Mama, wir haben hier wirklich ein Riesenproblem. Du hast gesagt, das Kinderzimmer wird größer als mein altes und das ist ja noch kleiner. Tatsächlich, du hast recht, das ist wirklich ziemlich klein. Aber Martin hatte doch gesagt, es gibt zwei richtig große Kinderzimmer. Ah ja, das ist das Zimmer von der kleinen Emma, unserem Baby hier in unserer Familie. Ich würde euch gerne Hannas Kinderzimmer zeigen, das ist das, was ich meinte. Ah ja, okay, dann haben wir uns wohl vertan. Aber Martin, ganz ehrlich, das Haus ist klasse, also es gefällt uns sehr, sehr gut bisher. Das freut uns. Papa, wie jetzt? Du freust dich? Also so hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt. Also einfach so, ohne was zu sagen. Julian, zieh dir jetzt eine Hose an. Immer geradeaus, bitte. Das verstehe ich nicht. Warum sagt uns denn keiner Bescheid, dass wir hier ausziehen? Ich würde so gerne noch in der Luxusvilla bleiben. Oh Emma, das kann ja wohl echt nicht sein, dass Julian immer nur Märchen erzählt. Der denkt sich ständig irgendwas Neues, Verrücktes aus. Er ist ein Lügenbaron. Genau. Als ob hier irgendwelche Leute reinkommen und dein Zimmer ansehen wollen, dass sie hier einziehen. Das kommt nicht in Frage. Ach Quatsch. Oh wow, Mama, das Zimmer hier ist total klasse. Das will ich haben. Ja, also die Hanna, die hat das auch noch relativ neu bekommen. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Hey, was willst du in meinem Zimmer? Raus hier, das ist mein Zimmer. Raus, raus, raus. Okay, ich bin ja schon weg. Also das Zimmer, das will ich auf jeden Fall haben. Hast du gehört, Mama? Ah ja, mein Schatz, das kriegen wir schon hin. Also Martin, vielen Dank für die Führung. Ich glaube, es reicht erstmal. Wir gehen. Alles klar, Svenja, sehr gut. Also überlegt euch das, aber die Zimmer und so, ich finde, das Design, das gefällt uns eigentlich ganz gut. Oh mein Gott, Julian hatte recht. Das Haus wird wirklich verkauft und hier schauen sich das schon andere Leute an. Wie schrecklich. Also Martin, vielen Dank, es war echt toll bei euch. Ja, also ich melde mich auf jeden Fall nochmal wegen der Pläne und ja, wo man die das. Sachen dann herbekommt. Ja, ne? Ja. Tschüssi. Super, das freut mich doch. Vielen und, Dank. Verzeiht mir bitte die Sache mit Julian. Ja, heute, ich glaube heute alles ist nicht gut. Tag der Unterhose, aber naja gut. Tschüssi. Papa, wie kommt ihr denn? Das könnt ihr doch nicht machen, ihr seid doch total verrückt geworden. Und weißt du was, Papa, ich ziehe so lange keine Hose an, bis das jetzt hier geklärt ist. Ich will hier bleiben. Kinder, was ist denn mit euch schon wieder? Julian, also ich habe dir eben schon gesagt, du sollst dir eine Hose einziehen. Also das war sowas von unverschämt eben da oben. Och, Kinder, was habt ihr denn jetzt schon wieder? Kannst nicht mal hier bei uns ein bisschen ruhiger zugehen? Mama, tut mir leid, aber heute bin ich auch sauer auf dich. Also wie konntet ihr nur? Ich find's ja nicht schön, dass du traurig bist. Aber das hättest du doch vorher sagen können. Julian, um was geht es denn schon wieder? Geht es hier wieder um diese alte Skateboard-Diskussion oder was? Du kriegst kein neues. Deins funktioniert noch ohne Probleme. Papa, es geht darum, dass wir hier ausziehen und ihr habt uns nichts davon gesagt. Ich will aber hier bleiben. Wir wollen hier bleiben. Kinder, ausziehen? Wieso? Ach so, wegen Sven. Ah, okay. Nee, Svenja, das ist eine alte Freundin und die wollen sich jetzt ein Haus bauen. Und ich meinte zu ihr, ja, kommt doch mal kurz vorbei. Hier könnt ihr euch ja vielleicht ein bisschen Inspiration holen. Hier zieht keiner ein und wir ziehen ganz bestimmt nicht aus. Oh, okay. Wer hat sich das denn schon wieder ausgedacht, dass hier ein bisschen... Oh Gott, das war mein... Aber warum hat der Mama dann geweint die ganze Zeit? Oh Mann, bin ich erleichtert. Mann, Julian, danke für diese Angstmacherei. Was sollte das schon wieder? Nur wegen dir, du Lügenbaron. Und du hast immer noch keine Hose an. Ja, seht ihr was das an? Hab ich ja jetzt erst geklärt. Oh, freut euch doch. Aber Mama, warum bist du denn jetzt traurig? Ach, Emma, die bekommt ein Kindermädchen, weil die Mama, die muss jetzt für ein paar Tage immer mal wieder ins Krankenhaus zum Arbeiten. Nur als Vertretung. Aber mir fällt's total schwer. Ich möchte nicht von euch getrennt sein. Wie bitte? Ein Kindermädchen? Das kommt gar nicht in Frage. Das geht nicht, das müsst ihr vorher mit mir absprechen. Oh Mann, bin ich froh, dass sich das geklärt hat. Also okay, versprochen, ich ziehe jetzt wieder meine Hose an, ist ja gut. Julian, Gott sei Dank, also wie du weißt, ist heute nicht Tag der Unterhose. Oder doch? Das weiß ich gar nicht. Welcher Tag war das nochmal? Mama, ich finde das überhaupt nicht gut von dir. Was soll das überhaupt sein, Kindermädchen? Das ist sowas wie ein Babysitter. Und wann kommt die? Ich will die nicht hier haben. Ach Emma, genau das wollte ich nicht. Ich meine, das Kindermädchen und du, ihr sollt euch doch gut verstehen. Vielleicht könntet ihr ja Freunde sein. Das wird nur für ein paar Tage sein, nur wenn ich arbeiten muss. Ja Emma, es ist nur für zwischendurch und bald kommst du ja auch in die Kita und dann ist das sowieso vorbei. Also nur für ein paar Wochen, zwischendurch. Hä? Schaffst du doch meine Prinzessin. Ich bin hier von keinem die Prinzessin. Ach Prinzessin. Wenn ich Prinzessin wäre, dann hätte ich kein Kindermädchen. Mir ist das egal. Das Kindermädchen kann ja auf Papa aufpassen, nicht auf mich. Ich gehe jetzt nach oben. Ich hab keinen Bock auf euch. Ach, je, Martin, genau das meinte ich. Jetzt ist sie bestimmt sauer auf mich und fühlt sich irgendwie vernachlässigt. Hey, Emma, grüß dich. Guck mal, ich hab wieder eine Hose an. Ist das nicht klasse? Oh, Julian, super. Ganz Danke. Toll. Mann, ist mir voll egal. Back dir einen Keks. Okay. Ich finde das einfach richtig blöd. Jetzt kommt dieses Kindermädchen und ich will die gar nicht hier haben. Ich kenne die auch nicht. Und was ist, wenn ich sie nicht mag?
Oh, hey Mama, ich wollte da noch was fragen. Also, wenn du jetzt wieder anfängst zu arbeiten, kann ich mir dann ein zweites Skateboard kaufen, weil dann haben wir auch mehr Geld. Julian, das kannst du total vergessen. Ich werde doch nicht arbeiten gehen, um dir ein neues Skateboard zu kaufen. So denn nicht? Also, du kannst mir gerne auch ein neues Tablet kaufen. Also, da bin ich natürlich nicht so speziell. Da kannst du dir gerne was aussuchen. Hauptsache, ich bin glücklich, ne? Emma, du musst nicht traurig sein. Ich bin doch wirklich nur ein paar Stunden weg und auch nicht jeden Tag, hm? Sei nicht sauer. Ich bin auch nicht traurig. Ich bin auch nicht traurig, dass du ein Kindermädchen geholt hast. Ich brauche nämlich keine Mama. Mir ist das egal. Oh, ich hab's wirklich geahnt. Hätte ich mal diesen Job nicht angenommen. Ich hab mir schon gedacht, dass das nach hinten losgeht mit Emma. Hoffentlich beruhigt sie sich wieder. Martin, jetzt haben wir den Salat. Ich hab dir doch gesagt, das funktioniert nicht. Aber du hast gedacht, das klappt schon mit dem Kindermädchen. Und jetzt? Jetzt hab ich den Job und das Kindermädchen, das kommt einfach nicht gut an. Ach Schatzi, mach dir nichts draus. Emma, du kennst doch Emma, die ist manchmal so. Und ich glaube, es tut dir wirklich gut, mal wieder ein bisschen zwischendurch zu arbeiten. Ist ja auch nur in Vertretung, also ich finde das gut. Und ich finde das gar nicht gut. Wie soll das morgen früh aussehen, wenn ich zur Arbeit gehe? Dann schmeißt sich Emma bestimmt auf den Boden und hat einen Tobsuchtanfall. Tschüss Mama, ich bin fertig, ich gehe zur Schule. Und viel Spaß heute im Krankenhaus. Also ich finde das gut, dass du das machst. Du bist eine ganz tolle Krankenschwester. Ach, na, das ist wirklich lieb. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß in der Schule. Wenigstens eine, die an mich glaubt. So, Mama, ich bin dann jetzt auch weg. Ich gehe in die Kita und nicht vergessen, Tablet oder Skateboard. Ich bin mit beiden zufrieden. Oder überrasch mich. Viel Spaß. Julian, wie wär's, wenn du gar nichts bekommst? Kostet am wenigsten und überrascht am meisten. Dann viel Spaß in der Kita. So, und jetzt kommt die schwierige Aufgabe. Ich werde mal nach Emma sehen. Hoffentlich hat sie sich beruhigt. Guten Morgen, Emmalein. Na? Ach, du bist ja schon wach. Hat da gerade jemand was gehört? Ich glaube, das war nur der Wind. Oder habt ihr was gehört? Zebra, Giraffe, Ich glaube nicht. Du Emma, ich wollte mich eigentlich nur verabschieden, weil die Mama, die geht jetzt los zur Arbeit. Vielleicht willst du ja Tschüss sagen, hm? Emma, die sagt Tschüss. Viel Spaß. Vielen Dank, Emma. Na, ich hoffe, es ist eine gute Idee. Und vielleicht ist es ja schon die nächsten Male einfacher, wenn ich zur Arbeit gehe. Ach, Maria, ich wollte jetzt los zur Arbeit. Emma ist ein bisschen schlecht drauf, aber vielleicht können Sie sie ja ein bisschen aufmuntern. Ach, Frau Vogel, machen Sie sich keine Sorgen. Ich wäre doch nicht Maria Poppe, wenn ich das nicht hinbekommen würde. Ich komme gut mit Kindern zurecht. Die kleine Emma und ich, wir werden noch die besten Freunde, das sage ich Ihnen. Einen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ach, ich hoffe wirklich, dass das gut geht. Emma, tschüss, ich gehe jetzt, bis später. Oh, das gibt's doch nicht, jetzt geht Mama wirklich, ich kann sie sehen. Ich dachte, das war ein Witz und jetzt haut sie wirklich ab und lässt mich hier einfach alleine mit dem Kindermädchen. Ist mir sowas von egal, wenn jetzt das Kindermädchen kommt, ich sag kein Wort zu ihr. Ich werde einfach hier in meinem Zimmer bleiben. Hallo, ach, du musst die kleine Emma sein. Oh, Emma, das ist aber gefährlich. Kommst du mal vom Tisch darunter? Wie wär's mit nein? Ich bleib hier sitzen. Sie sind nicht meine Mutter. Ach, naja, wenn du sitzen bleiben möchtest, dann habe ich den Kakao da unten wohl umsonst gemacht. Ich geh mal runter, dann bis später. Hat die gerade Kakao gesagt? Woher weiß sie, dass ich gern Kakao trinke? Die will mich bestimmt reinlegen. Oh, ich beobachte das lieber mal. Da steht wirklich Kakao und Kekse. Oh, das sieht richtig lecker aus und alles ist nur für mich. Und Hannah und Julian, die kriegen davon eh nichts ab, weil die sind gar nicht da. Ich kann aber jetzt nicht einfach hingehen. Die will mich bestimmt um den Finger wickeln. Nach irgendeinem Grund oder so. Ach, Nanu, wer kommt denn da? Emma, bist du aus deinem Loch rausgekrabbelt? Loch? Ich bin doch kein Kaninchen. Ich bin Emma, die Kakaotesterin. Wenn jemand Kakao macht, dann muss ich den vorher probieren und gucken, ob er gut ist. So ein Job als Kakaotesterin ist gar nicht einfach. Ich habe da auch gar keine Lust zu, aber das ist nun mal mein Beruf. Ich muss immer Kakao trinken. Wirklich ätzend. Boah, der ist ja spitzenmäßig. Der schmeckt richtig lecker. Fast schon besser als bei Mama. Na, ich wusste doch, dass dir die schmecken wird. Ich mach da immer noch ein bisschen Zimt mit rein. Das ist meine Geheimzutat. Oh, jetzt darf ich aber auch nicht zu viel loben. Ich hab schon mal bessere Kakaos getrunken. Der war ganz okay. Schulnote 3 minus, ja. Aha, Schulnote 3 minus. Das klang eben aber ein bisschen anders. Naja, die krieg ich noch, die Emma. Oh, dieser Kakao war so lecker. Emma, warum bist du so dumm? Du hättest die ganze Kanne trinken sollen. Aber dann weiß das Kindermädchen, dass ich sie mag und auch ihren Kakao. Ich werde jetzt die ganze Zeit hier oben bleiben und nicht an den Kakao denken. Und wenn sie mit mir redet, dann bin ich nicht da. Ich bin woanders. Hallo Emma, na, wollen wir vielleicht zusammen spielen? Ich dachte, wir spielen vielleicht mal was Schönes zusammen. Nein, danke. Ich spiele schon. Kein Interesse. Ach komm schon, lass mich mitspielen. Ach ja, naja, dann muss ich wohl heute ganz allein auf den Spielplatz gehen. Was? Spielplatz? Neben Kakaotesterin bin ich auch Spielplatztesterin. Da muss ich natürlich mitkommen. Ach, klasse, Emma. Das freut mich sehr. Da können wir zusammen spielen. Vielleicht zusammen schaukeln oder so.
Ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe, zusammen spielen. Ich glaube, ich habe da noch Termine. Ja, ich habe im Kalender stand noch was. Wir können nicht spielen zusammen. Naja, aber wir beide gehen jetzt gemeinsam zum Spielplatz. Komm, Emma. Na, schau, Emma, diesen Spielplatz, den kennst du doch, oder? Der ist doch toll. Oh, nein. Aber hier sind doch gar keine anderen Kinder. Wenn ich mit Mama komme, sind hier immer ganz viele Kinder. Und jetzt sind hier gar keine. Das ist alles nur deine Schuld. Emma, ich glaube, die Kinder, die sind nicht da, weil die alle da vorne sind. Dreh dich doch mal um. Guck doch mal. Aha, wo sollen die denn? Was ist das denn? Hey, lass uns da drauf. Wir wollen auch drauf. Nicht jetzt, nicht Mach jetzt. Also, bitte. Jetzt noch nicht. Es fehlt noch eine Person. Also, wartet, Kinder. Wir warten hier auf eine ganz bestimmte Person. Und dann dürft ihr vielleicht alle rein, wenn es diese Person erlaubt. Also, still geblieben. Hier ist eine Hüpfburg und wir Kinder dürfen noch nicht mal da drauf. Für wen ist das denn sonst? Oh Menno, jetzt ist hier mal eine Hüpfburg auf dem Spielplatz und wir dürfen nicht drauf. Wer hat denn das so sagen? Hey, kann ich vielleicht auf die Hüpfburg da, wenn kein anderer drauf kann? Oh, aber natürlich, du musst die kleine Emma sein. Auf dich habe ich den ganzen Morgen schon gewartet. Los, komm. Kinder, macht mal kurz Platz, der Star ist da. Oh. Also Emma, hier, diese Hüpfburg ist jetzt nur für dich da. Wie cool ist das denn? Also das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also viel Spaß. Und Hüpfburg, cool. Und du kannst den ganzen Tag da drauf bleiben, wenn du möchtest. Also es gehört dir. Boah, das ist ja super, aber so alleine ist es langweilig. Die anderen Kinder sollen auch kommen. Los Kinder, lasst euch das nicht zweimal sagen. Ich habe hier organisiert und ihr dürft alle mit drauf. Wow. Yeah. Oh, super. Ja. Oh, das ist, glaube ich, der schönste Tag, den ich seit langem hatte. Es hat richtig Spaß gemacht. Okay, jetzt kann ich sagen, also den Kakao, den du gemacht hast mit Zimt, der war wirklich spitzenmäßig. Und das, was du heute mit mir gemacht hast hier auf dem Spielplatz, war auch richtig cool. Mag dich. Ach, Emmalein, das mache ich doch gerne für euch Kinder. Und gerade für dich, du bist ja eine ganz Süße. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass wenn man jetzt arbeiten geht, du kannst ruhig öfter vorbeikommen und Kakao machen auch. Oh, Maria, das war wirklich ein richtig toller Tag, aber jetzt bin ich ganz schön kaputt. Oh. Ach, kleine Emma, dann schlaf doch ein bisschen. Komm in meinen Arm. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Emma, Maria, wo steckt ihr denn? Oh, da muss ich wohl ein bisschen leiser sein. Schläft Emma? Ja, sie ist gerade eingeschlafen. Also wir hatten heute ganz viel Spaß zusammen. Ein ganz toller Tag war das. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber freut mich natürlich, dass ihr so viel Spaß hattet. Und wissen Sie was, Claudia? Sie hat mir gerade ein kleines Geheimnis verraten. Sie findet es gar nicht schlimm, wenn Sie arbeiten gehen. Und sie freut sich ganz doll, wenn Sie gleich wieder zu Hause sind. Puh, da bin ich ja wirklich erleichtert. Aber so kenne ich meine Emma. Eigentlich ist sie doch ein liebes, nettes Mädchen.